Willkommen zur dritten bundesweiten Infosession zum Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen. Die Infosession wird angeboten von Kreativkultur Berlin, dem Berliner Beratungszentrum für Kultur- und Kreativschaffende, von Kulturprojekte Berlin, gemeinsam mit Vertreterinnen der Bundesländer. Zu Gast wieder mit dabei die Bundesregierung, namentlich das BKM. Ziel des Sonderfonds ist die Förderung und Unterstützung von Kulturveranstalterinnen und die Wiederaufnahme des Kulturbetriebes in unserem Land. Verantwortet wird der Sonderfonds von der Bundesregierung, die Umsetzung erfolgt jedoch durch die einzelnen Bundesländer. In der heutigen Infosession werden neue Regelungen und Aktualisierungen in den FAQs vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der freiwilligen Verschiebung und Absage von Veranstaltungen. Und es werden offene Fragen der Teilnehmenden beantwortet. Wir hoffen, dass wir mit diesem Video hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen können und wünschen nun viel Spaß. Jetzt würde ich das Wort Frau Holz erteilen und ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Frau Seifert. Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir freuen uns sehr über Ihr großes Interesse am Sonderfonds und möchten Sie aus NRW im Namen aller Bundesländer möchte ich Sie gerne begrüßen. Begrüßen möchte ich auch die Kolleginnen aus dem BKM, die heute als Gast dabei sind und uns heute hoffentlich tatkräftig oder ganz sicher tatkräftig unterstützen. Der Sonderfonds läuft jetzt bereits ein halbes Jahr und hat somit schon ein Drittel seiner Gesamtlaufzeit hinter sich. Das Interesse am Sonderfonds ist nach wie vor sehr groß und wir freuen uns, dass unser Programm weiterhin so stark von Ihnen in Anspruch genommen wird. Das Regelwerk des Sonderfonds für Kulturveranstaltungen entwickelt sich fortlaufend weiter, denn wir sind auch bemüht, den Sonderfonds Ihren Bedürfnissen und Wünschen anzupassen. Der Lenkungsausschuss und in verschiedenen Arbeitsgruppen kümmern wir uns daher allwöchentlich um alle Ihre praktischen und technischen Fragestellungen rund um den Sonderfonds und versuchen diese dann auch schnellstmöglich immer zu lösen. Inzwischen wurden dadurch viele Regelungen zur Erleichterung der Antragstellung angepasst. Diese Regelungen haben wir in einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen in den Ländern, aber auch wie heute in bundesweiten Infosessions zentral organisiert von Berlin vorgestellt. Die Aufzeichnungen zu diesen bundesweiten Infosessions, die schon gelaufen sind, finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kulturprojekte Berlin und da finden Sie auch ganz viele Informationen, alles rund um den normalen Regelsonderfonds. Denn leider sind wir im Sonderfonds immer wieder gezwungen, schnell zu handeln, um den Sonderfonds an die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie anzupassen. In diesem Zeichen steht auch die heutige Infosession, in der wir gerne den Fokus auf die aktuellen Änderungen und Neuerungen legen möchten. Mit der befristeten freiwilligen Absage und der freiwilligen Verschiebemöglichkeit, die noch bis zum 31.01. möglich ist, aber auch mit der Übernahme von Verschiebungskosten im regulären Sonderfonds haben wir einen Rahmen geschaffen, in dem Sie mit großmöglicher Flexibilität auf die aktuelle pandemische Entwicklung reagieren können. Aber auch in der regulären Ausfallabsicherung gibt es Neuerungen und Präzisierungen, die wir Ihnen gerne heute vorstellen möchten. Hierzu übergebe ich nun das Wort an Herrn Dr. Frank Kastenholz vom BKM, der Ihnen jetzt zunächst etwas zur regulären Ausfallabsicherung sagen wird. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Holz. Ich möchte auch nochmal vom BKM in die Runde grüßen und danken dafür, dass wir heute auch auf Initiative der Länder und Organisation der Länder hier nochmal diese Informationsveranstaltung anbieten können. Bevor wir jetzt in die Materie starten, vielleicht auch nochmal kurz einen Hintergrund, warum wir jetzt diese einzelnen Ausfallgründe Ihnen nochmal hier erläutern wollen. Die Grundannahme, als der Sonderfonds gestartet ist, letzten Sommer, war eigentlich, dass es relativ einfach ist. Es gibt für die kleinen Veranstaltungen die Wirtschaftlichkeitshilfe. Wenn Sie eine Beschränkung umsetzen müssen, also beispielsweise nur 50% in einer Halle belegen dürfen oder in einem Kinosaal, bekommen Sie einen Zuschuss von uns, um quasi diesen Ausfall auszugleichen. Sie haben auch eine Absicherung, falls die Veranstaltung ganz untersagt wird, Corona-bedingt. Und dann kriegen Sie die Kosten dafür erstattet, anteilig. Und für die Großveranstaltung ab 2000 Teilnehmenden gibt es die Ausfallabsicherung. Also da war der Standardfall eigentlich in der Verordnung oder in einer kommunalen oder sonstigen Beschlusslage, einer Entscheidung, wird die Veranstaltung untersagt.
Und in diesem Fall, wenn Sie also einen zwingenden Absagegrund haben und die Veranstaltung nicht durchführen können, kriegen Sie dann die Ausfallabsicherung und kriegen dann entsprechend anteilig den verbleibenden Schaden erstattet. Als dann der Sonderfonds gestartet ist im Juli und sich die Pandemie immer weiter teilweise dramatisch entwickelt hat und auch die Verordnungslage immer heterogener wurde in den einzelnen Ländern und unterschiedliche Regime dann auch je nach Bundesland oder auch je nach Kommune herrschten, haben wir den Fonds und die Ausfallgründe immer wieder an die Lage versucht anzupassen, um ihnen auch mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum zu geben. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Herr Dr. Kastenholz, Stefan, wir sehen die Präsentation nicht mehr. Ja. Ja, ich dachte, solange Herr Kastenholz spricht und noch eine Einleitung macht, geht man lieber an Kastenholz. Alles klar. Wir wollen Ihnen möglichst viel Flexibilität geben, damit Sie auch quasi möglichst vorsorglich Planungssicherheit haben und immer in die Zukunft auch planen können und entscheiden können, was wirtschaftlich vernünftig ist. Und gleichzeitig müssen wir natürlich sicherstellen, dass der Fonds den haushaltsrechtlichen Vorgaben entspricht. Das ist eine Billigkeitsleistung, da gibt es bestimmte Vorgaben aus der Bundeshaushaltsordnung und der Länderverordnung. Wir haben da also nicht einen kompletten Spielraum, alles jeden Fall sozusagen abzudecken. Und es gibt natürlich auch noch die weiteren Hilfsprogramme des Bundes und der Länder. Das muss alles irgendwie möglichst kohärent zusammenpassen. Das ist so der große Hintergrund. Und wir haben jetzt sechs Gründe oder Fallgruppen erarbeitet. Und da müsste eigentlich jede einzelne Konstellation jetzt auch abgedeckt sein, sodass Sie sich anhand dieser Fälle durchhangeln können, genauso wie wir das auch machen müssen, die Bewilligungsbehörden, und schauen können, welchen Spielraum Sie haben und unter welchen Voraussetzungen Sie jeweils dann auch vom Sonderfonds abgedeckt sind und der Schaden entsprechend auch erstattet werden kann. Das ist der Hintergrund. Insbesondere geht es jetzt um die Fälle, die nicht so klar sind, eben da, wo jetzt nicht ein zwingender Absagegrund schon vorliegt oder beschlossen ist durch die Verordnung oder durch eine kommunale oder sonstige Entscheidung, sondern wo sie nicht sicher sind, ob sie jetzt die Veranstaltung durchführen können oder wollen oder müssen. Das sind beispielsweise diese Fälle, wenn noch gar keine Verordnung gilt für den Zeitraum, wo die Veranstaltung geplant ist, wenn sie Einschränkungen unterworfen sind, die aber nicht unbedingt eine Absage rechtfertigen, weil es zum Beispiel nur in Anführungszeichen eine Kapazitätsbeschränkung ist, oder sonstige Einschränkungen vorliegen. Und dann ist auch die Frage, was ist denn eigentlich bei einer Tournee? Also wenn ich einzelne Termine absagen muss, wie wirkt sich das dann auf meine Gesamtkalkulation für die Tournee aus? Und da haben wir immer mehr Fälle dann auch hinzugenommen. Deswegen auch bitten wir um Verständnis, dass es etwas komplizierter jetzt teilweise ist. Aber alle Änderungen, die wir jetzt quasi Ihnen auch vorstellen, beziehungsweise alle Erklärungen und Auslegungen und Fälle, dienen letztlich dazu, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern und eben nicht nur diese ganz strikten, klaren Fälle abzudecken. Also es ist im Grunde alles, was wir jetzt hier seit Herbst umgesetzt haben, ist im Grunde eine weitere Vergünstigung für Sie und ja, erfordert teilweise eben eine Einzelfallbetrachtung. Das kommt dann eben, es ist dann die Folge, wenn wir möglichst alle Fälle mitnehmen wollen und abdecken wollen, dass es dann nicht mehr ganz so einfach ist und nur noch quasi A oder B zu wählen ist, sondern man muss sich dann die Fälle genau angucken. Das steht alles in den FAQs jetzt auch drin, die sind schon hochgeladen. Also bitte auch sich das genau nochmal angucken. Wir können in dieser mündlichen Vorstellung und auch in der Präsentation nicht sämtliche Klauseln und weiteren Erläuterungen dann hier vortragen. Rechtssicher, das steht alles in den FAQs drin. So, das zum Vorspann. Vielleicht jetzt zu den einzelnen Fällen. Also es gibt sechs Fälle, die eine Absage möglich machen im Rahmen der Ausfallabsicherung. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Die erste Fallgruppe, da kommen wir jetzt schon hier in dieser Folie jetzt auf die Ziffer 1. Das ist die einfachste, das hatte ich gesagt, das war eigentlich die Grundannahme der Ausfallabsicherung. Da gibt es eigentlich auch wenig Probleme. Wenn Sie sowohl bei den kleinen wie auch den großen Veranstaltungen, egal welche, also ob Sie in der Wirtschaftlichkeitshilfe sind, als privater Veranstalter oder in der Ausfallabsicherung, gilt immer nur für die private Veranstalter, muss man dazu sagen, die Ausfallabsicherung, nicht für kommunale Veranstalter beispielsweise, dann und ein Verordnungslager haben, die Ihnen die Veranstaltung, wie sie geplant war, untersagt, komplett untersagt, nicht nur mit Einschränkungen versieht, sondern komplett untersagt,
Dann haben wir die Ziffer 1, das ist ein Verbot der Durchführung der Veranstaltungen nach den gegenwärtigen Bestimmungen. Dann sind Sie in der Ausfallabsicherung und kriegen 90% des Schadens, den Sie dann entsprechend geltend machen können, erstattet. Das ist also das Einfachste. Nur die Frage, was sind gegenwärtige Bestimmungen, da ist klar, das muss dann tatsächlich sich auf diese konkrete Veranstaltung beziehen und sagen, Sie können das unter keinen Voraussetzungen mehr durchführen, Sie müssen das absagen. Regeln wie beispielsweise 2G, 3G, Maskenpflicht, Testpflicht etc., auch sonstige Gründe, beispielsweise wenn einfach das Publikum nicht kommt, so wie es erwartet oder erwünscht war oder erhofft war, oder wenn Sie andere organisatorische Probleme sehen, das sind alles keine zwingenden Absagegründe unter dieser Ziffer 1, sondern da muss tatsächlich eben die Verordnungslage die Veranstaltung komplett verbieten. Jetzt kommen wir zu Ziffer 2, da wird es jetzt etwas komplizierter. Wie ist es denn, wenn Sie bei einer Großveranstaltung, also über 2000 Teilnehmenden, entsprechende Einschränkungen nur in der Verordnung haben? Also Sie haben ein Konzert in einer Halle für 10.000 Personen geplant und dann gibt es eine Verordnungslage, die aber sagt, jede einzelne größere Veranstaltung kann nur mit der Hälfte der Plätze durchgeführt werden, 50%. Kann ich jetzt absagen oder muss ich durchführen? Dafür gibt es jetzt diese Regelung. Wie sieht es bei Kapazitätsreduzierung aus? Also das Ganze gilt grundsätzlich als sogenannte Teilabsage. Das heißt also, wenn Sie können, müssen Sie oder sollten Sie dann grundsätzlich jede Veranstaltung dann auch unter diesen neuen Regeln weiterhin durchführen. Also auch mit entsprechend, wenn Sie 50% oder 60% oder 70% dann nur in die Halle reinlassen, sollten Sie natürlich als Standardfall, wir wollen ja auch, dass Kultur weiterhin angeboten wird unter den erschwerten Voraussetzungen und Sie auch, sollten Sie das durchführen weiterhin und entsprechend das Format anpassen. Das gilt als Teilabsage und wenn Sie dann sagen, bei den Großveranstaltungen, da gibt es ja nicht die Wirtschaftlichkeitshilfe, Sie kriegen also jetzt nicht einen Ticketzuschuss dann für jedes ausgefallene Ticket, wenn Sie sagen, da bleibe ich aber nachher auf meinen Kosten sitzen, weil ich eben mit einer Auslastung von 50%, 60%, 70% nicht mehr auf meine Kosten komme, dann gibt es die Möglichkeit, das als sogenannte Teilabsage entsprechend auch über die Ausfallabsicherung abzusichern. Das heißt, wenn Sie alle Einnahmen dann angeben und alle Kosten, die die Veranstaltung verursacht hat, und Sie nachher ein Minus haben, dann können Sie quasi im Rahmen dieser Teilabsage, also wenn Sie das Ganze unter den Kapazitätsreduzierungen durchführen, können Sie den verbleibenden Schaden dann bei uns entsprechend geltend machen und kriegen die dann zum großen Teil ersetzt. Es ist immer diese Erstattungsquote, ist immer 90% des nachgewiesenen verbleibenden Schadens. Das ist also der Standardfall bei Kapazitätsreduzierungen. Warum nur für die Großveranstaltung? Bei der kleineren Veranstaltung gibt es ja die Wirtschaftlichkeitshilfe, die soll ja ohnehin immer Ihnen den Schaden erstatten, wenn Sie weniger Personen zulassen können für die Veranstaltung als geplant. Insofern ist das kein Ausnahmefall bei der Wirtschaftlichkeitshilfe, das ist eigentlich die Standardannahme dort. Und bei den Großveranstaltungen haben Sie eben die Möglichkeit der Teilabsage. So, dann gibt es aber Fälle, wo Sie unter den Bedingungen, den Beschränkungen eben eigentlich nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und es im Grunde sogar günstiger wäre, die Veranstaltung komplett abzusagen, als wenn Sie beispielsweise jetzt mit 20%, 30%, 40% nur noch die Halle auslasten. Und selbst wenn Sie unsere Förderungsmöglichkeiten dann in Anspruch nehmen, ist es immer noch günstiger aus Ihrer Sicht, und das haben Sie dann entsprechend kalkuliert, die Veranstaltung möglichst frühzeitig schon vorher komplett abzusagen. Ist das möglich? Ja, das ist auch möglich. Das ist deswegen möglich, weil es diesen allgemeinen haushaltsrechtlichen Grundsatz auch der Schadensminderungspflicht gibt. Also wenn Sie quasi das kalkulieren, dass es für Sie und für den Fonds günstiger ist, das komplett abzusagen, als das unter den sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Kapazitätszulassung dann noch durchzuführen, dann gibt es unter bestimmten Voraussetzungen dann auch die Möglichkeit, die Veranstaltung komplett abzusagen und dann trotzdem auch die komplette Ausfallabsicherung und die entsprechende Erstattung zu bekommen. Um das Ganze zu vereinfachen, haben wir jetzt als Standardfall gesagt, bei einer zwingenden Kapazitätsbeschränkung von mindestens 50%, also wenn Sie die Hälfte oder weniger der Leute, die Sie eigentlich eingeplant haben und die Halle eigentlich oder der Ort aufnehmen kann, nur hineinlassen dürfen,
dann sagen wir, dann können Sie entscheiden, okay, ich sage komplett ab, das, oder ich führe es durch, dann können Sie immer noch die Teilabsage machen, aber Sie haben eben dann standardmäßig auch die Möglichkeit, die Veranstaltung komplett abzusagen und die Ausfallabsicherung in Anspruch zu nehmen. Dann gibt es Fälle, wenn Sie sagen, ja, ich kann jetzt zwar 60% reinlassen, aber ich komme, das ist trotzdem wahnsinnig kostenintensiv und es lohnt sich trotzdem nicht für mich. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, so als Härtefallregel quasi, dass Sie auch hier diese Komplettabsage vornehmen können. Das haben wir jetzt hier nochmal ausgeführt. Bei einer zwingenden Kapazitätsreduzierung von weniger als 50% wird eine Absage dann anerkannt, wenn der erstattungsfähige Schaden bei Vollabsage geringer ist als bei Durchführung der kapazitätsreduzierten Veranstaltung, einschließlich der prognostizierten maximal zu erzielenden Einnahmen. Das muss man natürlich immer entsprechend gegenrechnen. Das würden Sie ja auch so machen, also wenn es sich für Sie lohnt, auch mit 80% beispielsweise durchzuführen, also, und das entsprechend vorgegeben ist, dann würden Sie das ja sicherlich auch durchführen und nicht die Veranstaltung entsprechend absagen. Das ist die wirtschaftliche Betrachtung. Und wenn, dann gibt es noch den weiteren Fall, wenn es sich vielleicht wirtschaftlich theoretisch lohnen würde, Sie aber sagen jetzt, aufgrund beispielsweise der Kurzfristigkeit der Regelung kann ich da gar nicht mehr umplanen, das ist nicht mehr zumutbar oder es ist einfach nicht mehr leistbar. Beispiel Stadionkonzert und zwei Wochen, also ein ausverkauftes Stadionkonzert und zwei Wochen vorher wird die Verordnung, die neue Verordnung in dem Land erlassen und da heißt es dann, statt 100% dürft ihr jetzt in das Stadion nur noch 50% oder 60%, sagen wir mal, um das hier komplett richtig abzudecken, ihr dürft nur noch 60% reinlassen, dann ist es klar und dann können Sie das entsprechend auch darlegen, sicherlich, dass eine Umplanung von innerhalb von zwei Wochen nicht mehr möglich ist und nicht mehr die ganzen Tickets rückabgewickelt werden können, die Sie dann nicht mehr in die Halle reinlassen können und das organisatorisch einfach nicht mehr zumutbar ist. Das wäre so ein klarer Fall, wo man sagt, selbst wenn es wirtschaftlich sich vielleicht lohnen würde noch, können Sie trotzdem absagen dann auch und zwar komplett absagen, weil es einfach nicht mehr zumutbar ist. Das Gegenbeispiel wäre allerdings, wenn Sie jetzt quasi schon mit zwei Monaten Vorlauf wissen, dass für das Datum entsprechende Beschränkungen gilt, dann haben Sie in der Regel auch die Möglichkeit, sich anzupassen und insbesondere, wenn die Veranstaltung auch gar nicht ausverkauft ist, einfach den Ticketverkauf dann zu drosseln oder zu stoppen und zu sagen, gut, dann verkaufe ich nur, bis ich quasi die zulässige Obergrenze erreicht habe und dann führe ich das Ganze durch und wenn ich dann immer noch einen Schaden habe, kann ich eben diese Teilabsageerstattung bekommen, aber dann muss ich grundsätzlich durchführen, dann ist es mir auch zumutbar und da gibt es sicherlich Zwischenfälle, die muss man sich dann im Zweifel genauer angucken, nur hier, also das lässt sich auch nicht mehr weiter ausdefinieren, da wäre aber die Bitte, dass Sie sich das sehr sorgfältig angucken und auch durchkalkulieren, was günstiger ist für den Fonds auch und für Sie und nicht quasi ja, also zu schnell sagen, naja, das ist jetzt alles anstrengend und schwierig und da sage ich lieber alles ab und das macht, deckt ja der Sonderfonds ab, das können wir Ihnen bei diesen Fällen, die dann noch übrig bleiben, nicht vorab sozusagen auf Grundlage der FAQs jetzt dann zusagen, das ist, erfordert dann wirklich eine Einzelfallbetrachtung der Bewilligungsstelle, aber ich glaube, dass wir da irgendwie entsprechend jetzt Spielräume und Beurteilungsspielraum auch für Sie ermöglicht haben und auch für die Bewilligungsstellen dann. Der dritte Fall, das ist jetzt wieder zum Glück ein einfacherer Fall. Wir haben ja, wie Frau Holz auch angekündigt hatte und wie auch nachher nochmal ausführlicher erläutert wird, im nächsten Teil dann diese Sonderregel geschaffen für Veranstaltungen vom 18.11. letzten Jahres bis zum 28.02., die geplant waren. Da gab es ja dann diese dramatische Entwicklung der Pandemiezahlen. Und es gab die öffentlichen Ankündigungen und auch Ermahnungen, Robert-Koch-Institut bis zum Bundespräsidenten, die alle gesagt haben, wenn Sie nicht unbedingt müssen, meiden Sie soziale Kontakte und gehen Sie nicht zu Großveranstaltungen. Die Länder haben dann entsprechend die Verordnungslage auch angepasst, aber gerade in diesem Zwischenzeitraum haben wir gesehen, dass es auch schnelle Entscheidungen jetzt bedarf und dass wir auch grundsätzlich anerkennen, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden können, ohne dass beispielsweise eine Verordnungslage vor Ort das dann schon untersagt. Insofern, das ist ein ganz einfacher Fall, wenn Sie dann diesen Ablauf dann entsprechend dann beachten, das wird nachher etwas ausführlich erläutert. Vierter Fall ist auch relativ einfach. Also was ist, wenn
der Künstler, den ich gebucht habe, jetzt an Corona erkrankt ist oder gar nicht einreisen kann, bei einer internationalen Tournee aufgrund von geltenden Quarantäneregeln, dann können sie auch die Veranstaltung absagen. Das ist logisch. Und wir haben das so formuliert, jetzt auch hier zentrale Akteure. Also wenn es, sie müssten dann, also wenn es jetzt nicht der Künstler ist selber, der auftritt, sondern jemand, der quasi der zentrale Bühnentechniker ist oder der Produzent oder Regisseur, da sind wir, stecken wir natürlich jetzt nicht so drin, da sind sie näher dran, wenn sie das belegen können und darlegen können, dass quasi diese Person ausfällt und dass die in der ganzen Planung auch kein nicht ersetzbar war, dann ist das auch ein Ausfallgrund, aber das sind auch, glaube ich, Fälle, die für Sie dann evident sind und wo Sie auch entsprechend das argumentieren können, warum Sie die Veranstaltung da nicht durchführen konnten. Und ich glaube, gerade bei kleineren Produktionen gibt es dann eben nicht immer eine Besetzung oder jemanden, der quasi diese zentralen Funktionen dann da reinspringen kann und das entsprechend übernehmen kann. Wenn der ausfällt, das wäre dann auch ein Ausfallgrund. Jetzt nächste Folie, bitte. Genau, da sind wir dann. Prognoseentscheidung, das ist wieder eine etwas komplizierte Regel, aber die war auch auf Wunsch der Branche, der Musikveranstalter. Insbesondere haben wir die im Herbst aufgenommen, weil wir das auch nachvollziehen konnten. Was ist, wenn ich für meinen geplanten Termin noch gar keine Regelung habe, weil die Verordnungen, das haben wir ja auch gesehen, die müssen ja im Grunde immer alle 4 Wochen werden die quasi auf die Wirksamkeit und auf die Angemessenheit überprüft und entsprechend dann neu erlassen oder verlängert. Das heißt, man kann jetzt längerfristig dann gerade bei den Großveranstaltungen eigentlich gar nicht so richtig planen. Das heißt, aber die Kosten steigen dann immer nach und nach. Man muss dann neue Verträge schließen, teilweise sehenden Auges, obwohl man eigentlich relativ sicher oder wahrscheinlich damit rechnet, dass man die Veranstaltung gar nicht planen oder durchführen kann, so wie man sie ursprünglich mal angesetzt hatte. Da haben wir in Abstimmung auch mit der Veranstaltungsbranche dann eine Sonderregel dann eingeführt. Im Spätsommer, Herbst die sogenannte Prognoseregeln. Also wenn Sie darlegen können, einmal, dass, also der Ticketverkauf sollte dann natürlich schon, muss dann schon gestartet sein. Also es muss überhaupt schon quasi relevante Kostenpositionen entstanden sein. Wenn Sie dann darlegen können, einmal, dass Sie davon ausgehen, aufgrund der aktuellen Lage, der aktuellen Verordnungslage, dass Sie eine geplante Veranstaltung voraussichtlich nicht durchführen können, in beispielsweise 2 Monaten. Das Ganze gilt immer in einem Zeithorizont von maximal 12 Wochen. Sagen also nach aktueller Lage könnte ich es nicht machen, müsste ich absagen. Ich gehe davon aus, jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die alle nach oben gehen oder gleich bleiben und da noch keine Entspannung abzusehen ist. Das galt natürlich insbesondere für den Herbst. Jetzt im Frühjahr ist es ja eher so, dass man dann irgendwann damit rechnet, dass jetzt irgendwie dann hoffentlich wieder alles auch an Zahlen und der Entwicklung wieder nach unten geht. Aber insbesondere, wenn Sie davon ausgehen, ich kann das nicht durchführen nach aktueller Lage und es wird sich nicht bessern. Und wenn Sie noch darlegen können als zweiten Punkt, dass Sie jetzt auch weitere Kosten produzieren würden, wenn Sie quasi an der Haltung, jetzt an der Planung erstmal festhalten und nicht abwarten können, bis die Verordnungslage sich dann geklärt hat und Sie dann ganz klar wissen, was gilt für den Termin. Wachsende Kosten beispielsweise, der Künstler will jetzt weiter Proben veranstalten für die Veranstaltung, Sie müssten jetzt Bühnentechnik ausleihen, Sie müssten die Halle mieten, Sie müssten den Transport jetzt organisieren, Hotelunterbringung entsprechend haben, die Stornokosten steigen sich. Das sind alles bestimmte Gründe, wo man sagt, okay, wenn Sie das darlegen können, dass die Kostenrisiken jetzt steigen und der Veranstaltungstermin voraussichtlich nach aktueller Einschätzung nicht stattfinden kann, dann können Sie auch auf Grundlage dieser sogenannten Prognoseentscheidung absagen. Das gilt alles für die Großveranstaltungen, also für die über 2000 Personen. Für die kleinen Veranstaltungen, wie gesagt, haben wir immer diese Wirtschaftlichkeitshilfe. Da ist eigentlich der Standardfall ja, dass man auch Veranstaltungen durchführen kann, eben unter bestimmten Einschränkungen, aber die grundsätzlich eben durchgeführt werden können und die sie auch dann mit Gewinn durchführen und die Wirtschaftlichkeitshilfe ja sogar mit entsprechenden Pauschalen so arbeitet, dass sie quasi das kalkulieren können, dass es sich für sie auch noch lohnt in der Durchführung. Das können wir eben für die Großveranstaltung nicht im gleichen Maße anbieten, jetzt beispielsweise für Stadionkonzerte quasi zu jedem ausgebliebenen Ticket dann noch den Preis erstatten. Deswegen gibt es für die Ausfallabsicherung bei den Großveranstaltungen ein bisschen andere und Regeln, die etwas mehr Freiraum dann zu Absagen auch ermöglichen. Das ist die Prognoseentscheidung. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt.
Tourneeregelung. Da auch nochmal vielleicht zum Hintergrund, es gab schon immer in den FAQs und in den Regeln des Sonderfonds eine Tourneeregel. Das ist dieser erste Punkt. Also wenn ich bestimmte Termine, Einzeltermine einer durchgehenden geplanten Tournee, die auch bundeslandübergreifend beispielsweise dann durchgeführt werden sollte, wenn ich bestimmte Einzeltermine absagen muss, und zwar aufgrund von zwingenden Gründen, und das wären jetzt alle Gründe, die ich vorher genannt hatte, also zwingende Verordnungslage, bei den Teilabsagen, wenn ich insbesondere über 50% Kapazitätsreduzierung habe bei Großveranstaltungen. Also alle Gründe, die ich genannt habe, auch diese freiwillige Absage grundsätzlich für den Zeitraum November bis Februar ist da anerkannt. Und auch die Regelungen, wenn also ein Künstler erkrankt ist an Corona, das sind alles zwingende Gründe, die wir anerkennen hier. Nur diese Prognoseentscheidung, weil die im Grunde, sagen wir mal, sehr viel Spielraum und Unsicherheit noch mit sich bringt, die ist da nicht, war nicht erfasst und ist auch nicht abgedeckt drin. Aber wenn Sie jetzt einzelne Veranstaltungen absagen müssen, einer Tournee und das über 50% der Tourneedaten sind, dann können Sie die gesamte Tournee stornieren, selbst wenn einzelne Termindaten noch durchführbar wären und zulässig wären. Das ist die alte ursprüngliche Tourneeregel, und da gab es aber jetzt auch Einzelfälle im Herbst, wo dann ganze Tourneen teilweise gecancelt wurden. Und die Frage war, passt das irgendwie auch noch in die Regeln des Sonderfonds? Und da erkennen wir auch an, dass das halt eine sehr schwierige Einzelfallbetrachtung ist und Sie sich natürlich irgendwie so eine Gesamtkalkulation immer auch vornehmen bei einer Tournee und nicht nur die Einzeldaten anschauen. Und deswegen haben wir jetzt neu quasi als Auslegung dieser Schadensminderungspflicht hier eine weitere Regel noch hinzugefügt. Das ist jetzt der nächste Punkt in dem Stichwort oder der zweite. Die Absage der kompletten Tournee wird zudem ausnahmsweise anerkannt, wenn die anerkannten Absagen oder Teilabsagen, also einschließlich der Prognoseentscheidungen, einzelner Veranstaltungstermine unter Anrechnung der prognostizierten möglichen Einnahmen, die Sie dann noch erzielen können, immer noch, also wenn die Durchführung der Teiltermine immer noch einen größeren Schaden produzieren würden, den Sie beim Sonderfonds dann einreichen könnten, als wenn Sie die Tournee komplett absagen. Das erfordert dann tatsächlich eine entsprechende Einzelfallbetrachtung und eine aufwendige Kalkulation. Da müssen wir aber auch um Verständnis bitten, weil das sind eben dann Kosten, sowohl für Sie als auch für uns eben in Anführungszeichen, also für den Sonderfonds, die dann eben zweistellige Millionenhöhe oft sich befinden, wenn man das alles zusammenlegt. Insofern muss das dann auch entsprechend sorgfältig geprüft werden. Grundsätzlich sollten Sie nie irgendwas absagen, ohne quasi natürlich, ja, ohne zwingende Gründe, beziehungsweise wenn Sie noch damit rechnen können, dass es sich irgendwie lohnt und wenn Sie es irgendwie noch durchführen können. Bei der Tourneeregel haben wir jetzt aber gesagt, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie das Gesamtkalkulieren, was die Tourneekalkulation angeht oder die Kosten und die möglichen Einnahmen, die dann noch verbleiben, und das im Ergebnis günstiger ist, die Tournee komplett abzusagen, dann können Sie auch, wenn Sie diese 50%-Klausel, also diese Grundregel dann nicht erfüllen, können Sie es komplett absagen. Da gab es auch natürlich entsprechend Unsicherheiten und Beratungsbedarfen erhöhten, und deswegen haben sich die Länder dankenswerterweise jetzt auch dazu bereit erklärt, hier eine Arbeitsgruppe einzurichten. Die gucken sich dann diese Fälle auch vorher schon an, bevor sie diese Absage dann treffen, und können ihnen entsprechende Beratung geben. Sie können ihnen jetzt keine rechtssichere Auskunft über die entsprechenden anerkennungsfähigen Kosten etc. dann geben. Das ist in dem Verfahren nicht möglich, aber Sie werden eine Ansprechstelle dann bei den Ländern bekommen, und da wäre einfach die Bitte, dass Sie sich, wenn Sie jetzt vor der Frage stehen für Frühjahr, Sommer, Herbst, wie gehe ich mit der Tournee um? Ich sehe bis momentan eigentlich keine Grundlage dafür, dass ich die durchführen kann unter den aktuellen Entwicklungen. Dann wäre die Empfehlung, dass Sie sich an die Hotline wenden, und die Hotline wird Ihnen dann entsprechend weiterempfehlen, eine Ansprechstelle, wo dann, wir haben es ist so ein Ländergremium eingerichtet, wo dann alle betroffenen Standorte der Länder, also alle Bundesländer, wo die Tournee dann stattfinden sollte eigentlich, dann vertreten sind und sich dann untereinander abstimmen können.
und Ihnen vorab schon eine Einschätzung geben können, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, abzusagen oder ob Sie die einzelnen Veranstaltungstermine gegebenenfalls auch noch durchführen können und damit dann auch nicht die Ausfallabsicherung bekommen. Also das ist, glaube ich, jetzt auch eine entscheidende Verbesserung für Sie und für uns auch, dass wir quasi für diese Sonderfall der Tourneen dann noch so eine vorgeschaltete Konsultationsgremium haben. Und dann, wenn es dann um den Schaden geht und wenn Sie die Tournee abgesagt haben und das Ganze dann erstattet werden soll, da erfordert es eben bei diesen Einzelfällen, die wir auch jetzt nicht ausformulieren können für jede Fallkonstellation, verständlicherweise, glaube ich, erfordert das dann eine entsprechende Einigung der betroffenen Bundesländer. Die setzen sich dann quasi an den Tisch, gucken sich die Kalkulation insgesamt an und entscheiden dann gemeinsam, ob die gesamte Tournee jetzt entsprechend erstattet werden kann, was da an Absagekosten ist, oder ob das dann für die Einzeltermine gilt. Und diese Abstimmung erfolgt auch für die offenen Tourneeabsagen jetzt aus dem Herbst, die teilweise halt auch recht komplexe Einzelfragen betreffen. Und das gucken die sich aber jetzt sehr genau an. Also ich glaube, da haben wir jetzt eine deutliche Verbesserung nochmal eingeführt, um Ihnen auch mehr Planungssicherheit wiederum zu geben. Und auch für uns quasi jetzt nochmal den Spielraum zu erweitern, wie man mit diesen Tourneefragen umgehen kann. Das ist wirklich jetzt nochmal diese Tourneeklausel, dieser zweite Punkt ist jetzt wirklich eine Veränderung, eine Verbesserung. Das war vorher eigentlich nicht so angelegt in den FAQs und in den Grundkonzeptionen. Und da sind wir jetzt nochmal quasi wirklich einen Schritt, haben das Ganze geöffnet, um diese Einzelfallbetrachtungen zu ermöglichen. Ich glaube, Herr Beermann, damit wären jetzt diese komplexen Fallgruppen durch. 1 bis 6, gucken Sie sich das bitte in den FAQs nochmal genau an. Und Klammer auf, ich sage nur, außerhalb unserer Zuständigkeit hier, es gibt auch noch die Überbrückungshilfen natürlich. Und bis Ende Dezember gibt es dort auch noch entsprechende Möglichkeiten, Ausfall- und Vorbereitungskosten für Veranstaltungen zu beantragen. Ob das für Sie dann in irgendwelchen Grenzfällen, wo Sie auch den Sonderfonds nicht in Anspruch nehmen können, bei uns noch in Betracht kommt, kann ich nicht sagen. Das müssten Sie sich aber vorsorglich vielleicht auch einfach mal angucken. Also wenn es irgendwelche Fälle gibt, wo Sie sagen, ich habe trotzdem irgendwelche Kosten, die jetzt durch diese ganzen Fallgruppen, die Sie mir da jetzt erläutert haben, nicht abgedeckt werden und ich musste aber das jetzt im Herbst so und so absagen und habe da jetzt einen riesigen Schaden, gucken Sie sich zur Sicherheit auch nochmal die anderen Hilfen des Bundes und der Länder an, insbesondere die Überbrückungshilfen, da gibt es auch noch entsprechende Erstattungsmöglichkeiten. So, das ist jetzt erstmal zum Thema Absagegründe im Rahmen der Ausfallabsicherung. Dann würde ich weitergeben jetzt den Stab. Ja, vielen Dank für den Stab und ein Hallo in die Runde. Ich übernehme mal und werde Ihnen kurz was zu der Neuregelung bei Verschiebungen berichten und erläutern. Kurz vorab nur für alle, die jetzt sich gefragt haben, was mit den gezeigten Folien passiert, die jetzt Dr. Kastenholz verwendet hat. Also wir machen das wie üblich hier immer so, dass wir im Nachgang der Veranstaltung diese Sachen auch online abrufbar machen und Sie werden darüber per E-Mail dann auch informiert, wenn die Sachen online stehen. Da gibt es dann quasi die Aufzeichnung und diese Folien. Und alles, was ab jetzt gezeigt wird, steht auch bereits in fast identischer Form bereits in den FAQ, die am 24.01. aktualisiert worden sind. Das heißt, Sie können mit neuestem Stand diese ganzen Regeln auch schon im Text nachlesen. Und das war mir jetzt nochmal wichtig, weil viele ja manche screenshotten die Folien und so weiter. Das müssen Sie alles nicht machen. Wir stellen die Sachen zur Verfügung. Jetzt relativ knackig und schnell zur Verschiebungsthematik. Die Verschiebung ist sozusagen ein mögliches Szenario der Absage, weil letztendlich stehen viele VeranstalterInnen ja im Fall einer Absage vor der Entscheidung, was mache ich denn mit den Tickets? Werde ich die zurückerstatten oder rückabwickeln oder sollen die im Grunde genommen eigentlich bei den TeilnehmerInnen verbleiben? Und das ist sozusagen ganz entscheidender Punkt dieser Neuregelung. Ich komme dazu gleich. Und wir hatten bis in den Dezember 21 hinein eine völlig andere Regelung der Verschiebung. Da wurde das dann mit dem Nachholtermin verknüpft. Und wir haben hier auch auf Wunsch der Szene und nach Rücksprache mit vielen AkteurInnen zwischen Bund und Ländern eine Regelung gefunden, die das jetzt entkoppelt.
Hintergrund war, insbesondere bei großen Veranstaltungen, aber auch bei kleineren, ist das ein Szenario, dass die eben teilweise außerhalb des Förderzeitraums verschoben werden sollen, zum Beispiel nach 2023. Und durch diese Neuregelung ist das jetzt möglich, weil wir hier sozusagen einerseits dann eine relativ schnelle Erstattung von Verschiebungskosten machen können, wenn die Tickets beim Veranstalter oder bei der Veranstalterin, sozusagen, die nicht zurück abgewickelt werden. Und weil die verschobenen Veranstaltungen dann eben jetzt günstigerweise auch außerhalb des Förderzeitraums, zum Beispiel 2023, liegen können. Diese Regelung, die wir jetzt getroffen haben, das ist auch ein wichtiger Hinweis, die gelten für alle Absageszenarien, auch für das Absageszenario bei der freiwilligen Absage oder freiwilligen Verschiebung. Das ist sozusagen ab jetzt gilt das und erleichtert Ihnen die Entscheidung, wie Sie sozusagen mit Ihrer abgesagten Veranstaltung umgehen. So. Und die zentrale Frage, was ist denn nur der Unterschied zwischen einer Absage und einer Verschiebung, auch aus Sicht unserer Bewilligungsstellen, das ist die Frage, werden die Tickets zurückgegeben, rückabgewickelt oder verbleiben die bei den Menschen, die die Tickets gekauft haben. So, und im Grunde genommen ist das das zentrale Entscheidungskriterium. Sie haben ja hier unten diesen etwas grafischen Teil, Absage oder Verschiebung. Wenn die Tickets eben zurückgegeben werden, ist es eine Absage. Wenn die Tickets ihre Gültigkeit behalten, ist es eine Verschiebung. Jetzt werden natürlich einige sagen, naja, da gibt es ja dann verschiedene Graubereiche. Also was passiert, wenn ich den größten Teil der Tickets sozusagen rückerstatte und Gutscheine zum Beispiel ausgebe? All diese Fragen sind letztendlich auch geregelt. Das heißt, also wenn jetzt hier Gutscheine erteilt werden, dann ist das auch ein Absageszenario. Und diese Fälle, die im Graubereich der Ticketrückgabe liegen, die müssen wir uns dann natürlich auch im Einzelnen nochmal angucken. Aber das ist in dem Sinne jetzt für die Veranstaltung relativ eindeutig geregelt und für Sie auch einfacher abzuwickeln. Es gibt noch eine zweite Folie dazu. Ich mache es mal ganz schnell. Bei der Absage ist das, was Dr. Kastenholz ja sozusagen schon beschrieben hat, mit der Erstattungsquote 90%, werden hier alle veranstaltungsbezogenen Ausfallkosten sozusagen, die im Zusammenhang mit der Absage entstehen, erstattet. Und bei der Verschiebung gehen wir davon aus und auch nach, haben uns hier auch mit VeranstalterInnen abgestimmt, dass die Verschiebung kostengünstiger für Sie und für den Sonderfonds ist. Und hier gibt es auch die Erstattungsquote 90%. Und hier ist sozusagen ganz wichtig, dass alle externen Kosten erstattet werden. Und dass hier so im Grunde genommen so ein Kriterium der Vergeblichkeit gilt. Also wenn jetzt bestimmte Investitionen und Ausgaben, die Sie getätigt haben, dann letztendlich in der neuen Veranstaltung, in der Nachholveranstaltung wirksam werden, dann können die natürlich hier nicht als Schaden eingereicht werden, sondern es müssen tatsächlich Kosten gewesen sein, die vergeblich waren durch diese Verschiebung. Und das sind, wir haben hier so ein paar typische Kostenarten mal aufgeführt. Das sind zum Beispiel Saalmieten oder Stornierungskosten. Und was ein sehr wichtiger Punkt ist, auch Ausfallhonorare. Also wenn Ihre Künstlerin mit Ihnen vertraglich geregelt hat, dass im Falle einer Verschiebung hier ein Ausfallhonorar fällig wird, dann können Sie das auch geltend machen. Und hier erfolgt dann auch eine Erstattung zu 90%, wenn das vertraglich nachvollziehbar ist. Und das ist jetzt auch eine sehr wichtige Nachricht, die ist auch jetzt erst seit 24.01. in den FAQ, weil die VeranstalterInnen hier auch sehr viel nachgefragt haben, wie sieht es denn mit Marketingkosten aus, denn auch hier sind ja manche Aufwendungen
letztendlich vergeblich gewesen. Und hier haben wir jetzt geregelt, dass die im Zusammenhang mit der verschobenen Veranstaltung entstandenen Marketingkosten zu 50% quasi pauschal anerkannt werden können. Das ist also sozusagen hier auch nochmal eine interessante neue Regelung. Letzter Punkt, ganz schnell. Wichtig ist, so wie bei der Absage, gilt auch bei der Verschiebung, können Sie die Antragstellung angehen, wenn die Veranstaltung, die ausgefallen oder verschoben ist, wenn der Termin sozusagen verstrichen ist, erst danach, das ist die Systematik der Billigkeitsleistung. Und das gilt natürlich auch, wenn Sie, wie zum Beispiel jetzt in der integrierten Ausfallabsicherung, ganze Zeiträume absagen müssen, dann können Sie die Antragstellung auch erst angehen, wenn dieser Zeitraum abgeschlossen ist. Und dann ist noch auch noch ein wichtiger Punkt, der Nachholtermin, hatte ich ja schon angedeutet, sofern er im Förderzeitraum liegt, können erneut für die Wirtschaftlichkeitshilfe und die integrierte Ausfallabsicherung des Sonderfonds registriert werden. Das ist sozusagen die Verschiebungsthematik und ich übergebe jetzt mal an Frau Holz zum Thema freiwillige Absage. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich stelle gerne die freiwillige Absage jetzt nochmal vor. Diese ist im Moment befristet möglich und zwar im Rahmen der integrierten Ausfallabsicherung, also das heißt in der Wirtschaftlichkeitshilfe, aber auch in der normalen Regelausfall, also in der Ausfallabsicherung. Wir haben die Frist für die Beantragung nochmal verlängern können bis zum 31.01.2020. Die freiwillige Absage ist für Kulturveranstaltungen im Zeitraum vom 18.11. bis 28.02.2022 möglich. Und Voraussetzung ist, dass entweder bereits bis einschließlich 6.12.2021 in der Antragsplattform Ihre Veranstaltung registriert wurde. Oder alternativ, dass bei Ihnen der Ticketverkauf im Regelfall bis zum 6.12. begonnen hat. In diesem Fall müssen Sie die Absage bzw. Verschiebung bis spätestens 31.01. muss die registriert werden. Ich möchte an der Stelle nochmal gerne auf den Klammerzusatz im Regelfall Ihr Augenmerk lenken, denn mit der Regelung, dass bis einschließlich 6.12. mit dem Ticketverkauf begonnen werden musste, möchten wir sicherstellen, dass es sich um eine realistisch geplante Veranstaltung handelt. Also uns ist auch bewusst, dass es auch Fälle gibt, bei denen erst kurz vor der Veranstaltung der Ticketverkauf beginnt und ausschließlich zum Beispiel an der Abendkasse Tickets verkauft werden. Also klassisches Beispiel sind hier die Kinos. In diesen Fällen können Sie auch andere Nachweise einreichen, also zum Beispiel Werbung, Programmhefte oder eine öffentliche Bekanntmachung zum Beispiel, mit denen Sie uns nachweisen, dass es sich um eine realistisch geplante Veranstaltung handelt. Und zudem bitten wir Sie auch darum, noch die Branchenüblichkeit für Ihren kurzfristigen Ticketverkauf darzulegen. Eine Registrierung in der Vergangenheit liegender und bereits abgesagter verschobener Veranstaltungen ist natürlich auch weiterhin nicht möglich, denn die Registrierung muss vor der öffentlichen Bekanntmachung der Absage stattgefunden haben. Bei einer freiwilligen Absage und Verschiebung, da möchte ich auch nochmal auf die Ausführungen, die Kollegen gebracht haben, verweisen, ist aber auch jetzt bei der freiwilligen Absage ist bis zum 31.01. in der Antragsplattform anzuzeigen, welche Veranstaltung genau ausfällt und verschoben wird. Und bei der Antragstellung ist dann nachzuweisen, dass die öffentliche Bekanntmachung der Absage oder der Verschiebung bis zum 31.01. erfolgt ist. Herr Bermann, jetzt bräuchte ich die nächste Folie. Genau. Also was gilt bisher und weiter? Alle bisher geltenden Gründe für eine Absage und Verschiebung, also eben die Kollegen gerade vorgestellt haben, sind natürlich weiterhin gültig. Neu ist jetzt eben in diesem begrenzten Zeitraum, also temporär für diesen Zeitraum, wann Ihre Veranstaltung abgesagt oder verschoben wird, dass eben ohne einen Bezug auf die jeweils gültigen im Bundesland geltenden Corona-Schutzverordnungen freiwillig abgesagt oder eben verschoben werden können.
Voraussetzung ist, dass Sie bei der Registrierung eine Kostenkalkulation Ihrer veranstaltungsbezogenen Kosten hochladen. Es sind dann solche Kosten erstattungsfähig, die nachweislich vor der öffentlichen Bekanntgabe der Absage, also bis einschließlich 31.01. entstanden sind und begründet wurden. Die Veranstalter unterliegen natürlich auch hier wieder der Schadensminimierungsfrist. Pflicht, Entschuldigung. Herr Beermann, die nächste Folie. Dankeschön. Wir möchten noch gerne ein paar Hinweise zur freiwilligen Absage und Verschiebung geben. Sowohl in der Ausfallabsicherung, also in der großen ab 2000 Teilnehmer, als auch in der integrierten Ausfallabsicherung im Rahmen der Wirtschaftlichkeitshilfe erstatten wir 90% der tatsächlich entstandenen veranstaltungsbezogenen Kosten bei einer Absage und eben der externen Verschiebungskosten bei einer Verschiebung. Grundsätzlich gilt von der Abfolge: Sie planen Ihre Veranstaltung, registrieren Sie auf unserer Internetplattform vom Sonderfonds, laden die Kostenkalkulation hoch und entscheiden dann, ob Sie Ihre Veranstaltung absagen oder verschieben möchten. Dann bitte eine öffentliche Bekanntgabe der Absage und Verschiebung durchführen und diese auf der Antragsplattform bis spätestens 31.01. anzeigen. Nach dem Termin der ausgefallenen verschobenen Veranstaltung können Sie dann Ihren Antrag stellen, in der Regel innerhalb bitte von 8 Wochen. Es gelten natürlich auch hier wieder die allgemeinen Schadensminimierungspflichten und die Kosten werden dann erstattet, alle Kosten werden erstattet, die bis zur öffentlichen Bekanntgabe der Absage entstanden sind und begründet werden. Das heißt also auch im Umkehrschluss, dass nach der Absage oder Verschiebung keine kostenverursachten Verträge mehr von Ihnen geschlossen werden dürfen und dass solche Kosten dann eben auch nicht erstattet werden. Wichtig ist, dass Sie eben, wie gesagt, bei der Registrierung bereits die Kostenkalkulation hochladen. Und sobald die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie automatisch von der Plattform eine E-Mail, mit der dann klar für Sie ist, dass Ihre Registrierung abgeschlossen ist. Und somit haben Sie dann auch die Bestätigung, dass alles soweit in Ordnung ist. Alle weiteren Informationen zur freiwilligen Absage finden Sie aber auch in den Handlungsoptionen, die Sie online finden und natürlich auch in den aktualisierten FAQs. Ja, ich glaube an der Stelle, Herr Beermann, übernehmen Sie jetzt wieder. Ja. Dankeschön. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut und wir wollen, nur damit Sie das quasi so ein bisschen einplanen können, wir steuern mal an, dass wir kurz vor sozusagen 11 Uhr dann spätestens in die Q&A starten. Und deswegen gehe ich jetzt durch die Folien, die hier noch vorbereitet sind, mal ein bisschen schneller durch und verweise darauf, dass alles, was Sie hier jetzt gezeigt bekommen, finden Sie in den FAQ Punkt 0. Da können Sie sich so ein bisschen durchklicken am Ende und müssen dann quasi werden auf so eine Sonderseite geleitet und finden dort diese Grafiken können Sie dort auch in der aktualisierten Form abrufen. Das, was wir hier anbieten, ist nochmal so ein Entscheidungsszenario. Also im Grunde genommen auch alles, was Herr Dr. Kastenholz vorhin vorgestellt hat, das fließt hier sozusagen in dieses Schema ein, wo all die Gründe, die jetzt Corona-bedingt eine Rolle spielen für Ihre Absage oder Verschiebung, wenn das gegeben ist, Punkte 1 bis 6, die Herr Kastenholz referiert hat, dann gehen Sie hier im Szenario den Weg klassische Absage und machen hier alle Schritte, die hier tatsächlich auch in diesem Ablaufdiagramm oder in diesem Ablaufschema nochmal dargestellt sind. Und wenn jetzt Sie die freiwillige Absage und Verschiebung wählen. Wichtig, hier ist eben die Frist nur noch ein paar Tage, also hatte Frau Holz ja genannt, also dass Sie hier tatsächlich diese Frist 31.01. für die Anzeige dieser Veranstaltung nutzen und schauen Sie sich einfach, wenn Sie prüfen wollen, ob Ihre Veranstaltung hier in das Raster passt, dann können Sie einfach dieses Schema benutzen und sich da einfach ein bisschen durcharbeiten, ob Ihr Szenario in die Bedingungen der freiwilligen Absage passt. Was Sie auch online finden, weil uns hier viele Fragen auch erreicht haben, ja, wie geht denn das praktisch?
Haben Sie hier sozusagen eine Handlungsanleitung mit Screenshots aus der Perspektive der AntragstellerInnen? Sie sehen hier diese orangen Pfeile, die zeigen immer einigermaßen praktisch an, was Sie tun müssen. Und das Wichtige ist, dass Sie die freiwillige Absage im Grunde genommen anzeigen, wenn Sie schon eine Registrierung für die Veranstaltung haben. Und dann werden Sie hier anhand der Bilder und Pfeildarstellung können Sie sich im Grunde genommen orientieren, wie Sie in der Antragsplattform sich durcharbeiten, bis dann im letzten Schritt sozusagen alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind und Sie dann eine Anzeige bekommen, ganz unten hier zu sehen in der Grafik, dass die freiwillige Absage jetzt registriert ist. So, dann ist jetzt so ein Punkt, wir haben jetzt hier, insgesamt sind es, glaube ich, 9 Beispiele. Wir haben jetzt für all die möglichen Szenarien, die im Zuge der freiwilligen Absage oder Verschiebung auftreten können, haben wir uns jetzt hier nochmal anhand von Praxisbeispielen angeschaut. Da können Sie also einfach auch, hoffentlich finden Sie Ihr Szenario, können Sie einfach jetzt hier auch nochmal nachschauen, wie es denn in der Praxis umzusetzen ist. Ich werde jetzt hier mal rüberspringen, damit wir einfach nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte zum Beispiel hier nochmal auf ein Beispiel verweisen, wo wir das Verfahren noch einmal in Ihrem Sinne vereinfacht haben, die 7. Das ist auch ein sehr komplexer Fall. Wenn Sie zum Beispiel in der Wirtschaftlichkeitshilfe jetzt einen zeitraumbezogenen Antrag registriert haben und Sie möchten jetzt die freiwillige Absage oder Verschiebung machen und Sie stehen vor der Frage, na Moment, soll ich denn nun mein gesamtes Programm zum Beispiel für Februar jetzt absagen? Nein, das müssen Sie nicht. Sie können unabhängig davon, ob das in zeitlich klar gegliederten Blöcken passiert oder wild durcheinander, gibt es im Grunde genommen beide Szenarien, nämlich dass Sie in einem zeitraumbezogenen Antrag sowohl abgesagte als auch durchgeführte Veranstaltungen haben. Das haben wir jetzt vom Verfahren her noch einmal vereinfacht. Sie müssen dann in der Antragstellung lediglich einfach für die jeweils abgesagten Veranstaltungen eine eigene Veranstaltungsdurchführung anlegen. Können Sie auch mehrere Häufigkeiten einrichten. Und für die durchgeführten Veranstaltungen muss es dann entsprechend eine separate Veranstaltungsdurchführung geben. Das ist einfach für uns in der Bearbeitung wichtig, dass wir diese Szenarien klar auseinanderhalten können. Und ja, also wenn Sie da jetzt auch noch weitere Fragen haben, schauen Sie sich das hier in der Darstellung, die online ist, bitte an. Und wenn es dazu Rückfragen gibt, ist die Hotline auch unterrichtet und kann hier sozusagen noch dann im Detail antworten. Hotline war das Stichwort. Sie kennen sie ja schon. Viele von Ihnen nutzen sie entweder durch die E-Mail, die Service-E-Mail-Adresse oder die Hotline. Hier ist nochmal die bekannte Nummer. Die finden Sie auch auf der Homepage. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich nochmal für eine ganz kurze Bemerkung an Frau Holz übergebe. Ich gehe jetzt aus. Ja, gerne. Alles in Ruhe, Herr Wehrmann. Ja, vielen Dank. Und zwar habe ich aus NRW jetzt auch nochmal den Auftrag, oder ich begrüße auch sehr herzlich ganz viele Karnevalsvereine, die sich heute hier zugeschaltet haben. Das haben wir an den Anmeldelisten gesehen, dass das Interesse auch nach wie vor bei Ihnen hier recht groß ist am Sonderfonds. Und wir hoffen auch mit Ihre Fragen jetzt auch in unseren Vorträgen jetzt noch mal ein bisschen klären zu können. Die Karnevalsvereine sind für Kulturveranstaltungen, also für den Sonderfonds, unter bestimmten Voraussetzungen auch förderfähig. Sie erhalten auch Geld aus dem Sonderfonds. Aber wichtig ist eben die Voraussetzung, um das noch mal klar zu sagen, dass der kulturelle Anteil ihrer Veranstaltungen
Veranstaltung im Vordergrund steht. Darüber haben wir ja auch schon in der Infosession am 22.12. in NRW sehr ausführlich beraten und darüber gesprochen. Also um es auch nochmal klar zu machen, auch um Karnevalsvereine aus anderen Bundesländern nochmal mitzunehmen. Wir haben die Regelung getroffen, dass eben, wie gesagt, die Kultur sehr im Vordergrund stehen muss. Das ist eigentlich der Regelfall zum Beispiel bei einer Stunksitzung oder bei einer großen Punktsitzung, wo wirklich der kulturelle Teil des Bühnenprogramms im Vordergrund steht. Aber wir haben halt auch Mischfälle oder klare Fälle, wie zum Beispiel Karnevalspartys, die nicht über einen Sonderfonds förderfähig sind, aber auch Mischfälle. Also ich sag mal jetzt, Karnevalsbälle ist wahrscheinlich auch eher nicht förderfähig. Da muss man sich aber das auch eben alles nochmal im Detail angucken. Das werden wir auch tun. Und bei den Mischfällen, wo wir so sagen, ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, haben wir zum einen die Gastroklausel, aber wir möchten Sie auch bitten, wenn Sie zum Beispiel Wirtschaftspläne haben oder finanzielle wirtschaftliche Abschlüsse von Veranstaltungen, die Sie durchgeführt haben in den Jahren 2019 oder 2020, bitte legen Sie uns diese Wirtschaftspläne auch gerne immer bei, damit wir da an diesen auch nochmal schauen können, wie Sie diese Veranstaltungen in der Regel durchgeführt haben, um zu gucken, wie hoch ist wirklich der kulturelle Anteil und wie können wir es wirklich auch abwickeln über einen Sonderfonds. Ansonsten nochmal der Hinweis, den Herr Kastenholz auch schon gegeben hat. Es steht die Überbrückungshilfe des Bundes auch noch zur Verfügung. Für die Karnevalsvereine gibt es in NRW auch noch ein paar Landesprogramme, also zwei Landesprogramme, die genutzt werden können. Und daher auch nochmal unsere ganz dringende Bitte, wenn Sie irgendwie feststellen, Sie haben sich registriert und mit Ihrer Karnevalsveranstaltung und Sie merken jetzt auch durch unsere Ausführungen, Sie sind nicht förderfähig, bitte ziehen Sie dann auch Ihre Registrierung wieder in der IT-Plattform zurück, weil der Grund ist, die Mittel, wenn Sie sich registrieren, sind 6 Monate für Sie reserviert und gesperrt und stehen somit dann eben auch anderen Kulturveranstaltern nicht zur Verfügung. Nicht, dass wir nicht genug Mittel hätten, aber es ist eben einfach unschön. Diesen Hinweis möchte ich noch gerne geben vom Sonderfonds-Team und ansonsten, ja, war es das eigentlich von meiner Seite. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, liebe Frau Holz. Bevor wir in Q&A starten, noch ein Hinweis, der, glaube ich, auch für viele Antragstellende wichtig ist. Uns erreichen dazu auch jede Menge Fragen. Und zwar ist Ihnen ja sicherlich nicht entgangen, dass nach jetzigem Stand die Wirtschaftlichkeitshilfe, dieses Modul des Sonderfonds, am 31.03. endet. Es gibt ein großes Interesse, sowohl aus der Szene, von den Akteurinnen und Akteuren, aber natürlich auch von den Ländern und von BKM Bund, dieses Programm bis zum Jahresende 2022 ebenso zu verlängern wie die Ausfallabsicherung. Die gilt ja ohnehin bereits bis zum 31.12. Und das ist ein Punkt, an dem wir mit großem Engagement arbeiten. Es gibt dazu eine Entschließung der Länder, die das unterstützen. Und da finden sozusagen auf der Bundesebene noch Abstimmungen statt, die auch mit dem gesamten Förderszenario zu tun haben, was es auf der Bundesebene gibt. Und wir erwarten uns da in den kommenden Wochen möglichst schnell auch eine Entscheidung, die wir Ihnen dann natürlich auf der Online-Plattform oder in entsprechenden Pressemitteilungen auch hoffentlich rechtzeitig für Ihre Planung dann mitteilen. Das nur als Hinweis, es steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, aber wir arbeiten mit vereinten Kräften an der Verlängerung der Wirtschaftlichkeitshilfe. So, und jetzt übergebe ich an Melanie für Q&A. Genau, erstmal vielen Dank für den sehr informativen und sehr dichten Input. Genau, nochmal von unserer Seite, ne? Die Folien werden an alle Teilnehmenden hier verschickt. Kann man sich nochmal in Ruhe durchlesen und bis dahin auch die FAQs konsultieren. Der Link ist ja hier auch in den Chat gepostet worden. Genau, wir gehen jetzt mal in den FAQ-Teil. Wir haben noch 30 Minuten, 28. Deshalb würde ich jetzt auch versuchen, schnell loszulegen. Es haben uns einige Fragen erreicht. Genau, es stehen jetzt für den FAQ-Teil Frau Holz und Herr Dr. Kastenholz und vor allen Dingen auch Stefan Beermann hier nochmal zur Verfügung. Ich lege mal los, vor allen Dingen beginnend mit Fragen
zur Ausfallabsicherung, Entschuldigung, und freiwilligen Absage und Verschiebung. Die erste Frage lautet: Kann ich innerhalb eines Sammelantrags einzelne Veranstaltungen freiwillig absagen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Ja, das war ja eigentlich auch Teil schon in der Präsentation, aber vielleicht könnt ihr es nochmal kurz zusammenfassen. Die Frage ist berechtigt. Bei meiner Ausführung habe ich mich ja etwas auf den zeitraumbezogenen Antrag bezogen. Das ist ebenfalls möglich. Auch hier beim Sammelantrag braucht es die Unterscheidung der verschiedenen Veranstaltungsdurchführungen. Also wir müssen das klar sortieren. Und das geht praktisch so, dass Sie dann bei der Antragstellung einfach das Ganze als abgesagt sozusagen melden und dann in der Antragsbearbeitung nochmal differenzieren nach hat stattgefunden und ist ausgefallen. Aber beide Szenarien sind abbildbar im Sammelantrag und im zeitraumbezogenen Antrag. Gut, vielen Dank. Wir gehen weiter in der Rubrik Ausfallabsicherung, freiwillige Absageverschiebung. Die Frage lautet: Es gibt aus meiner Sicht immer noch Unklarheiten über die beizubringenden Unterlagen in der Ausfallabsicherung. Vom Sonderfonds werden Zahlungsnachweise für jede Zahlung angefordert und teilweise reichen Rechnungen. Wie ist hier nun die offizielle Regelung? Ja, die Regelung ist relativ klar und eindeutig und das werden die Bewilligungsstellen auch so umsetzen. Wir haben unterschiedliche Szenarien. Bei der Wirtschaftlichkeitshilfe, wenn die Ticketeinnahmen gehebelt werden, haben wir grundsätzlich eine andere Logik als bei den Ausfallszenarien. Das müssen Sie sich vorstellen, ist wie eine Versicherung. Und wenn Sie einen Schadensfall bei einer Versicherung melden, dann müssen Sie natürlich da auch die Rechnung vorlegen. Und hier gibt es ganz klare Regeln. Sie müssen für das Ausfallszenario bei der Registrierung definitiv eine Kostenplanung für die Veranstaltung hochgeladen haben. Und im Zuge der Antragstellung müssen Sie dann natürlich die tatsächlichen Kosten, die Ihnen jetzt als Schaden hier entstanden sind, abrechnen und mit entsprechenden Rechnungen belegen. Es gibt hier noch einen Unterschied, wenn Sie bei der Antragstellung in der integrierten Ausfallabsicherung eine Fördersumme von über 100.000 Euro erwarten, dann müssen Sie hier einen prüfenden Dritten oder eine prüfende Dritte zu Rate ziehen. Und das ist in jedem Fall auch bei der Ausfallabsicherung ab 2.000 TeilnehmerInnen ebenso. Da muss der prüfende Dritte oder die prüfende Dritte hinzugezogen werden, die dann Kraft ihrer oder derer Expertise erklären muss, dass hier die Kosten geprüft und die Belege angeschaut worden sind. Gut, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, das hat es sehr klar gemacht. Jetzt kommt eine kürzere Frage. Und zwar geht es auch nochmal um die Ausfallabsicherung und auch die Frage, wer ist eigentlich antragsberechtigt? Private Veranstalter, wer ist damit alles gemeint? Kommunen nicht, das ist klar, aber zum Beispiel ein eingetragener Verein, der von der Stadt gefördert wird, wäre der zum Beispiel auch antragsberechtigt? Prinzipiell ja. Hier zählt quasi nicht die Förderung. Das ist sozusagen eine etwas andere Regelung, als sie zum Beispiel bei Ihnen unter Umständen bei Neustart Kultur Förderprogramm bekannt ist. Hier ist sozusagen die Trägerschaft ein entscheidendes Kriterium. Und wenn Sie dazu nachlesen wollen, was öffentlich-rechtlich und privat ist, dazu gibt es eine ziemlich eindeutige Definition, die, glaube ich, keine Fragen offen lässt, die Sie im ersten Punkt der FAQ finden. Sie haben auch eine sehr komfortable Suchfunktion. Geben Sie einfach ein Definition oder geben Sie ein das Stichwort öffentlich-rechtlich und klicken Sie einfach die Punkte mal durch und dann finden Sie da eine klare Regelung. Der Verein, das war Ihre Frage, ist in jedem Fall, unabhängig jetzt von der Fördersituation, wahrscheinlich hier antragsberechtigt. Vielleicht kann man noch kurz ergänzen, dass die Fördersumme dann aber natürlich eine Einnahme sozusagen darstellt. Also das
ist natürlich auch klar. Gut, vielen Dank. Es geht weiter wieder mit einer etwas längeren Frage. Und zwar geht es darum, unsere Veranstaltungen sind vor Durchführung abgesagt worden und wir können die Fragen vom Sonderfonds gar nicht mehr nachvollziehen. Warum ein Nachweis nach einer freiwilligen Absage für die Kapazität unter Corona-Bedingungen hochgeladen werden muss? Ja, die Frage können wir beantworten. Wer also hier im Modul Wirtschaftlichkeitshilfe einen Antrag stellt und will nicht die Wirtschaftlichkeitshilfe, sondern nur das Szenario abdecken des Ausfalls, der muss natürlich auch kein Hygienekonzept hochladen. Wenn das jetzt hier tatsächlich in der Antragstellung hakt, dann ist das ein technischer Fehler. Das lassen Sie bitte heilen, indem Sie Kontakt aufnehmen zur Hotline. Und im Zweifel kann die Hotline dann gleich zur technischen Lösung weiter verlinken oder das läuft dann über die Bewilligungsstelle. Es gibt diese Szenarien, Menschen oder VeranstalterInnen, die quasi gar nicht reduziert geplant haben und die müssen natürlich auch kein Hygienekonzept hochladen. Was allerdings in diesem Szenario total wichtig ist, dass eine Kostenplanung für die Ausfallabsicherung, auch die integrierte Ausfallabsicherung, entsprechend bei Registrierung hochgeladen worden ist. Gut, also auch eigentlich klar geregelt und eine positive Antwort. Weiter geht es mit Ausfallabsicherung. Gilt die Ausfallabsicherung bei Ausfall zentraler Akteure auch für überwiegend öffentlich geförderte Kultureinrichtungen? Nein. Ganz klar. Nur kurz ergänzen. Also öffentlich gefördert, haben wir ja gesagt, ist kein Problem. Es kommt auf die rechtliche Anlage der Einrichtung an, wenn es jetzt eine öffentlich-rechtliche Stiftung ist oder das Kapital dieser Einrichtung mehrheitlich im Bundes- oder Landeseigentum ist, dann ist es eine öffentliche Einrichtung, dann gilt die Ausfallabsicherung nicht. Da ist eben die Grundannahme, wie bei allen üblichen Förderprogrammen immer, dass dann auch die öffentliche Hand, die zuständig ist für die Einrichtung, einspringen muss, wenn da irgendwie zusätzliche Finanzbelastungen entstehen. Aber wenn Sie nur eine reguläre, als private Stiftung beispielsweise, privaten Verein, eine reguläre öffentliche Förderung bekommen, dann schließt sie das nicht aus von der Ausfallabsicherung. Dann können Sie die wie jede andere private Einrichtung oder Verein oder Unternehmen dann auch beantragen. Ne? Hatten wir eben, also wie gesagt, gucken Sie sich bitte nochmal die genaue Definition an, was öffentlich-rechtlich bedeutet. Das ist hier, wir sind hier freundlicher, quasi offener, als das üblicherweise gehandhabt wird, was die Unterscheidung angeht. Wir haben da etwas mehr Spielraum eingeräumt. Völlig richtig, Entschuldigung, ich war ein bisschen schnell mit meiner Reaktion. Also Herr Kastenholz hat es zu Recht nochmal präzisiert. Super. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Nochmal von meiner Seite, weil ich ja sozusagen jetzt hier die Fragen vor allen Dingen auch abarbeite, bitte im Chat immer alle Fragen an meinen Kollegen, Fragen an mich. Janis Kremer, der sozusagen sammelt sie für mich und ich lese sie dann hier sozusagen ab, sodass einfach nochmal sicher zu gehen, dass die Fragen auch hier bei mir ankommen. Ja, vielen Dank. Jetzt nochmal eine Frage zum Thema Absage. Eine Rückerstattung der Tickets kann ja erst nach 3 Jahren abgeschlossen werden, steht hier. Werden in jedem Fall 100% der Gebühren, also sprich Systemgebühr, Vorverkaufsgebühr, Zusatzgebühr erstattet? Ist die Frage verständlich? Möchten Sie, Herr Kastenholz? Sie können mich dann korrigieren bzw. ergänzen, aber nach meiner Vorstellung sind diese Vorverkaufsgebühren sind ja quasi vergeblich. Die bekommen Sie nicht zurück und wenn Sie Veranstaltungen verschieben oder neu aufsetzen, dann gleichwohl fallen dann neue Gebühren an. Das heißt, diese Vorverkaufsgebühren etc., die Sie für die alte Veranstaltung, die Sie dann jetzt stornieren mussten, aufwenden mussten, selber auslegen mussten, die können Sie dann auch als Kosten entsprechend in die Kalkulation mit einbringen und die werden dann entsprechend als Teil der Gesamtkosten anerkannt und entsprechend auch dann bis zu insgesamt 90% dann abgedeckt und erstattet. So verstehe ich das, ne? Gut. Ich denke, das ist
ausreichend beantwortet, die Frage. Vielleicht schließt sich diese Frage noch etwas an die Kosten und welche Arten werden denn erstattet. Es geht um Verschiebung. Warum können nur externe Kosten angegeben werden? Es entstehen ja auch signifikante Ausgaben durch eigenes Personal, in Klammern Buchhaltung, Vorverkauf. Auch hier muss es eine Fixkostenpauschale oder müsste eine Fixkostenpauschale greifen. Also es geht um Verschiebung von Veranstaltungen und was denn in dem Fall dann für Kosten? Ja, also vielleicht dazu, der Hintergrund dieser Regelung ist, der Sonderfonds steht ja für eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten offen, von ganz kleinen auf private Initiative veranstalteten Kulturabenden bis hin zu Stadionkonzerten. Und aus allen Branchen, Theater, Museum, Kino, insbesondere durch die großen Konzertveranstaltungen etc. Und wir müssen bei allen Regelungen, damit die hantierbar bleiben, praktikabel für Sie und auch für die Bewilligungsstellen und für die Hotline und so weiter, müssen wir irgendwie Regelungen finden, die quasi global gelten möglichst und nicht immer nur diese quasi dann für jeden Einzelfall nochmal eine Sonderregelung erfordern. Deswegen aus der Erfahrung und der Rückmeldung, die wir auch aus der Branche und aus den verschiedenen Teilbereichen der Branche haben, ist es so, dass man mit einer Verschiebung in der Regel, also wenn man einmal eine Veranstaltung plant, dass diese und die verschiebt dann um 4 Wochen oder auch länger oder sogar um ein Jahr, dass diese internen Mühe, die man sich gemacht hat, das Personal, was man dafür eingestellt hat, etc., die Kosten, dass die nicht vergeblich waren, weil die Veranstaltung, das Format bleibt ja erhalten und es ist nur zeitlich verschoben. Das heißt, die neue Veranstaltung wird in der Regel zumindest nicht ganz den Kostenaufwand produzieren, den man ursprünglich mal mit der Grundkonzeption des Ablaufs etc., Bühnenplanung und Buchungen und so weiter hatte. Die alte Regelung hätte quasi Ihnen mehr geholfen. Theoretisch, da haben wir gesagt, okay, wir machen einfach eine Gesamtabrechnung wenn die neue Veranstaltung dann durchgeführt wurde, dann kann man sehen, was hat das insgesamt gekostet und ist dann noch ein Schaden übrig geblieben unter Einrechnung aller Einnahmen und aller Kosten. Dann hätten Sie aber entsprechend monatelang warten müssen und teilweise eben wäre das im Zeitraum gewesen, wo der Fonds schon gar nicht mehr hoffentlich existiert, weil er nicht mehr gebraucht wird, nämlich ab 2023. Dann haben wir gesagt, um das zu vereinfachen, und sie schneller an das Geld zu kommen, damit sie quasi wieder liquide werden, müssen wir jetzt eine Pauschalregelung machen. Da sagen wir einfach, wir machen einen Schlussstrich zu der alten Veranstaltung. Wir erkennen die externen Kosten an. Das sind die klaren, die werden in der Regel auch die größten Posten für sie sein. Stornokosten, Hallengebühren etc. Marketingkosten zur Hälfte werden mit angerechnet. Und dann haben sie wahrscheinlich nicht den gesamten Schaden, den sie dann irgendwie produziert haben oder der nicht vermeidbar war durch die Verschiebung, aber zumindest kommen sie dann schnell an das Geld und dann kann die Veranstaltung quasi zu den Akten gelegt werden, sie können die neue Veranstaltung neu anmelden, neu absichern und hoffentlich dann auch komplett durchführen mit Gewinn und da muss auch nicht der Gewinn verrechnet werden der neuen Veranstaltung mit den Kosten der alten Veranstaltung, also verstehen, dass da wahrscheinlich ein paar Sachen dann auch hinten runterfallen und wir nicht alle Fälle abdecken können und auch nicht alle Kosten dann mit berücksichtigt sind, aber das ist quasi leider, müssten wir da so eine Pauschalregelung finden, damit das irgendwie noch handhabbar ist. Und es gibt eben auch viele Fälle, wo dann eben die Kosten wieder erwirtschaftet werden und nicht in dem Maße anfallen. Da müssen wir irgendwie, um das haushaltsrechtlich irgendwie auch zu argumentieren, auch bei Prüfungen, die uns ja allen dann irgendwann auch anstehen werden, sicherlich extern, müssen wir das irgendwie gerade ziehen und da eine plausible Pauschalregelung finden. Also da bitte ich um Verständnis, dass wir nicht komplett alles dann in diesen Einzelfällen dann mit abdecken können. Ich hätte noch sozusagen eine Mini-Ergänzung für diesen Einzelfall. Hier könnte man auch tatsächlich nochmal prüfen, weiß nicht, ob das für Sie zutrifft, ob das Absageszenario hier eventuell für Sie die praktikablere Lösung ist, weil hier Sie natürlich auch den entstandenen Schaden jetzt bei den internen Kosten mit geltend machen können. Also wenn das wirklich in erheblichem Maße bei Ihnen ins Gewicht fällt, dann sollten Sie prüfen, ob das Absageszenario für Sie hier der Fall ist, der interessant ist. Gut, vielen Dank. Wir haben noch einige Fragen zu dem Thema Ausfallabsicherung, Absageverschiebung. Ich würde aber kurz mal ein, zwei Fragen einschieben in der Kategorie konkrete Fragen zur Antragstellung beziehungsweise was sind hier eigentlich förderfähige Kosten.
die erstattet werden können im Rahmen des Sonderfonds. Ein Veranstalter ist als GmbH sozusagen registriert mit einem alleinigen Geschäftsführer. Kann er, also sozusagen auch alleinig selbstständig in dieser GmbH, kann er seinen Arbeitsaufwand für eine geplante Veranstaltung, die nun ausfällt, zu einem üblichen Stundensatz als Eigenleistung abrechnen? Handelt es sich nicht dann um einen reinen Unternehmerlohn? Also förderfähige Kosten, Geschäftsführer einer GmbH, aber hier eigentlich auch alleiniger Angestellter, so wie ich das verstehe, und kann man hier sozusagen seine Arbeitsleistung auch abrechnen? Ich würde jetzt mal aus der Praxis der Berliner Bewilligungsstelle einfach, ohne hier in irgendeiner Form eine Garantie geben zu können, ganz kurz sagen, wie wir in so einem Fall denken würden. Wir müssten zwei Sachen dringend abprüfen. Erstens ist das, was hier an Arbeitsleistung angerechnet wird, bezieht sich das auf die betreffende Veranstaltung. Es muss in irgendeiner Form einen klaren Bezug zu dieser Veranstaltung geben. Und wenn da jetzt quasi auch noch andere Services mit erledigt werden, dann muss man da in irgendeiner Form einen Anteil finden. Zweitens, wir würden dringend gucken, ob das branchenüblich ist und ob das angemessen ist. Und dass wir jetzt hier aber so einen pauschalen UnternehmerInnenlohn, bei aller Sympathie für solche Konzepte, den können wir hier tatsächlich nicht ansetzen, sondern das muss dann im Einzelfall geprüft werden, ob das wirklich im Zusammenhang mit der Veranstaltung angemessen und branchenüblich ist. Und das, wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann reichen Sie das einfach mit ein und dann wird das geprüft. Gut, vielen Dank. Noch eine weitere Frage aus der gleichen Kategorie für förderfähige Kosten beziehungsweise warum werden Rechnungen unter 1.000 Euro angefordert? Die Kostenaufstellung wird direkt von unserer Buchhaltung entnommen und kann jederzeit eingesehen werden. Die geht wahrscheinlich Höhe der Kosten und Aufwand des Nachweises. Unter Umständen ist hier nicht ganz, also mir ist jetzt nicht ganz klar, geht es um die Wirtschaftlichkeitshilfe oder geht es hier um die Ausfallabsicherung? Und bei der Ausfallabsicherung gibt es die Regel, dass Rechnungsbelege über 1.000 Euro sozusagen jetzt regelhaft geprüft werden. Allerdings müssen Sie sich gewahr sein, dass wir im Grunde genommen, wenn die Prüfung das erfordert, können wir uns letztendlich bei der Ausfallabsicherung auch jeden, wir können uns auch bei der Wirtschaftlichkeitshilfe jeden Beleg angucken zur Plausibilisierung. Und wenn wir aber merken, das ist sozusagen eine in sich plausible, nachvollziehbare Rechnung, dann kann man hier bestimmte Vereinfachungen praktizieren. Und nach meiner Erkenntnis und Erfahrung sind wir hier sowieso bei der Wirtschaftlichkeitshilfe, werden die Rechnungen ohnehin nur bei Bedarf durch die Prüfungs- und Vorprüfungsstellen abgefordert. Da reicht ja in jedem Fall die Kostenabrechnung. Und bei der Ausfallabsicherung können Sie sich diese Regeln auch tatsächlich in den FAQ nochmal durchlesen. Und da ist auch diese Tausender-Grenze ist da beschrieben. Und nach meiner Erinnerung sind die Belege über 1.000 dann nur im besonderen Prüffall vorzubringen. Aber das müssen wir in dem Falle, vielleicht müssen Sie auch nochmal in den FAQ gehen. Unter 1.000, ne? Und Belege unter 1.000. Belege über 1.000 fallen hier in die Prüfung und unter 1.000 eben nicht. Das ist meine Erinnerung. Also insofern müsste das eigentlich eine Vereinfachung in Ihrem Sinne sein. Ich hoffe, die Frage ist jetzt beantwortet. Es ist in jedem Fall in den FAQ ganz eindeutig geregelt, was hier die Belegprüfung angeht. Herr Bermann, da möchte ich gerne unterstützen. Das findet man in den FAQs unter 5.5. Das ist doch eine super Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich glaube auch, es ist auch aus den Erklärungen klar geworden. Jetzt geht es auch nochmal um das Thema förderfähige Kosten. Und zwar geht es um ein Mehrspartenhaus mit mehreren Spielstätten, wobei sozusagen dieses Mehrspartenhaus nur die Vorstellung in den Hauptspielstätten registriert hat.
wahrscheinlich für die Wirtschaftlichkeitshilfe, gehe ich jetzt mal davon aus. Jetzt ergibt sich aber bei der Schwierigkeit der Kostenermittlung und bei der Zuordnung der anfallenden Kosten, dass diese sich sowohl auf die Hauptspielstätte als auch auf die nicht registrierten Nebenspielstätten erstrecken. Wie kann man hier vorgehen? Also das heißt, es entstehen Kosten in einer Nebenspielstätte, obwohl die Hauptspielstätten sozusagen nur die Vorstellungen oder die Veranstaltungen registriert haben im Rahmen des Sonderfonds. Das ist ein Problem. Also ich würde sagen, das ist ein relativ komplexer Einzelfall. Den muss man auch als solchen betrachten. Mhm. Um vielleicht global zu sagen, ich glaube, wir haben ähnliche Fälle in fast allen Bundesländern bereits bearbeitet und Sie müssen diesen Fall idealerweise dann entweder im direkten Gespräch oder über die Antragsplattform mit Ihrer Bewilligungsstelle klären. Wenn jetzt tatsächlich nur Kosten anfallen für diese Nebenspielstätten und die sozusagen die Hauptspiel oder bestimmte Sachen hier völlig ausgeblendet sein, dann muss man hier sicherlich eine anteilige Darstellungsform finden. Und wenn aber letztendlich ist das aber jetzt auch sozusagen nur ein sehr vager Satz. Man müsste hier tatsächlich in die Kalkulation reingucken und das ist hier an der Stelle wahrscheinlich jetzt zu komplex. Das müssen Sie tatsächlich dann im Zuge der Antragsprüfung nochmal mit Ihren Bewilligungsstellen, mit Ihrer Bewilligungsstelle klären oder auch mit der Hotline. Mhm. Vielen Dank. Halt, kurze Frage noch, wenn ihr sich jetzt immer noch jemand fragt, wie komme ich denn an meine Bewilligungsstelle ran? Mhm. Der Kontakt ist hier, wenn er nicht sowieso schon bestehen sollte, wie zum Beispiel in Berlin, dann können Sie einfach die Hotline kontaktieren und bitten, einfach mit dieser Spezialfrage weitergeleitet zu werden an die Bewilligungsstelle des jeweils zuständigen Bundeslandes und dann erfolgt da sozusagen die Weiterleitung und dann können Sie da Ihre Frage direkt klären. Vielleicht kann man auch noch da ergänzen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, dass insgesamt immer die Hotline sozusagen unser Nadelöhr ist, wo Sie mit allen Fragen rankommen und die Hotline verteilt dann entsprechend der Zuständigkeiten die Ihre Fragen und gibt die dann auch weiter und Sie bekommen dann auch eine Rückmeldung von der Hotline oder eben direkt von den Bewilligungsstellen, je nachdem, in welche Richtung es geht. Und genauso auch eben dieses Gremium, was wir vorhin angesprochen haben, zur Bewertung der Prognoseentscheidung und so weiter. Es läuft immer alles über die Hotline. Gut, vielen Dank. Wir können auch nochmal hier die Nummer in den Chat posten, aber ansonsten findet man die natürlich auch auf den einschlägigen Seiten des Bundes, die Hotline-Nummer. Ich würde noch mal einen interessanten Fall hier vorbringen, und zwar ein Veranstalter fragt sich, wie verhält es sich mit den örtlichen Kosten eines Veranstalters, wenn ein internationaler Künstler bereits jetzt seine Sommer-Europa-Tournee pandemiebedingt absagt? Ja. Die Absage kommt ja dann vom Künstler und nicht vom Veranstalter. Wie verhält sich das im Sonderfonds? Ja. Also das ist ein relativ schwieriger Fall, wenn die Absage bedingt ist durch eine Regelungslage, die in Deutschland besteht, dann sind das sozusagen ein zwingender Absagegrund, der hier auch das Ausfallszenario begründet. Wenn die Künstlerin aber jetzt völlig berechtigt aus ihrer Perspektive aufgrund der belgischen Corona-Regeln absagen muss, dann ist das nach meiner Kenntnis, ich gucke mal zu den Kolleginnen vom BKM, ist es in dem Sinne kein zwingender Absagegrund. Ja, ich fürchte auch, also es gibt sicherlich Problemlagen jetzt und Konstellationen, wo man abhängig ist von den internationalen Szenarien und von dem, was jetzt dann das internationale Management eines Künstlers für sinnvoll oder praktikabel hält. Da muss man aber, also wir können für diese ganzen internationalen Fälle dann nicht auch noch quasi dann die Sonderkonstellationen dann alle abdecken. Also das muss dann schon für den deutschen Bereich auf Grundlage deutscher Vorgaben dann auch legitimiert sein, die Absage. Ansonsten sind wir aber auch nicht, wir kennen jetzt nicht die Hintergründe und die übliche Risikoverteilung in den Verträgen, die dann da bestehen bei den jeweils deutschen oder regionalen Touragenturen und so weiter. Da
kann man, glaube ich, nicht umhinkommen, auch darauf zu weisen, dass sich eher auf die üblichen Verträge und Haftungsrisiken dann entsprechend sich angucken müssen, auch und dass natürlich alle gebeten sind und gefordert sind, auch nicht nur die Förderinstitutionen, sich auch an die Risiken der Pandemie und der weltweiten Lage irgendwie anzupassen und die Risiken entsprechend fair zu verteilen. Und wenn ein Künstler jetzt in den USA sagt, ich habe keine Lust oder ich schaffe das nicht, das ist nicht praktikabel, das ist nicht wirtschaftlich, jetzt eine Europatour zu machen und ich sage die ab, dann müssen die eigentlich auch das mitverantworten, würde ich sagen. Und hoffentlich bestehen dann entsprechend auch Abreden, dass dann nicht der deutsche Veranstalter auf allen Vorleistungen dann sitzen bleibt. Das ist, ja. Vielleicht noch eine Ergänzung, die vielleicht noch ein bisschen mehr Mut macht. Wenn diese Veranstaltung in das Szenario der freiwilligen Absage passt, dann würde bei der Prüfung auf diesen Punkt gar nicht geguckt. Da hatten Sie also sozusagen mehr Freiheit. Und ansonsten wäre jetzt, wenn das für Sie jetzt noch nicht klar beantwortet ist, wäre tatsächlich die Empfehlung, gehen Sie in die Registrierung, damit Sie sozusagen erstmal das Ticket gelöst haben und klären Sie diese Frage mit mehr Einzelheiten zu den konkreten Absagegründen dann entweder nochmal mit der Hotline oder wenn die sich da sozusagen nochmal rückversichern wollen mit der Bewilligungsstelle, dann auf diesem Wege nochmal die Einzelheiten, weil das lohnt sich in jedem Fall, da vielleicht nochmal zu prüfen und das soll jetzt hier quasi nicht eine pauschale Abfuhr für diese internationalen Szenarien sein. Das muss man sich nur im Detail angucken und das sprengt ein bisschen das Format, was wir hier haben. Ich hätte noch zwei kurze Punkte, bevor wir quasi jetzt schon in die Schlussgerade einlaufen. Eine Frage hat uns auch per E-Mail erreicht zum Thema Tourneeklausel. Was gilt jetzt eigentlich für den Standardfall? 50%, mindestens 50% der Einzeltermine mussten abgesagt werden. Dann gilt die allgemeine Tourneeklausel, da kann ich die ganze Tournee absagen. Da gab es von der Formulierung her die Frage, gilt das jetzt mindestens 50% oder mehr als 50%? Es gilt das, was immer schon in der Regel galt. Ich glaube, das waren die mindestens 50%, also die etwas günstigere Regelung. Wenn 50% der Einzeltermine abgesagt werden, dann gilt das für die gesamte Tournee. Wir stellen das nochmal klar. Vielen Dank für den Hinweis, der uns erreicht hat. Man wird teilweise auch betriebsblind, wenn man irgendwie 100-mal diese FAQs sich anguckt und auch immer wieder neu überarbeiten muss, beziehungsweise auch entsprechend dann immer Anregungen von extern und intern bekommt. Teilweise übersieht man dann solche Widersprüche oder Formulierungsfragen. Das gucken wir uns nochmal an. Vielen Dank nochmal. Und das andere nochmal ganz herzliche Bitte, auch aufgrund der Kontakte zu der Branche, die wir hatten, auch gerade bei den kleinen Veranstaltern und Tourneeproduzenten, bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihre Vertragspartner mit abzusichern und denen im Fall von Risiken die quasi Ausfallhonorare zu vereinbaren, dass sie quasi dann auch mit einstehen für die Kosten, die mit verursachen und damit die nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben. Sie haben gerade bei den kleinen Veranstaltungen die Wirtschaftlichkeitshilfe und die Ausfallabsicherung. Das heißt, sie werden da sehr umfassend von uns abgedeckt und unser dringender Wunsch, ich glaube, das ist auch verständlich, ist, dass sie aber ihre Vertragspartner da nicht sitzen bleiben lassen, sozusagen auf deren Risiken, wenn die schon irgendwie in Vorleistung gehen müssen, was Künstler angeht, was Tourneeproduzenten oder Inhalteproduzenten, Theaterproduzenten und sonst was angeht, die ihre Vertragspartner sind, bitte sichern Sie die ab. Das ist, glaube ich, fair und verständlich und es ist wirklich das Prinzip und das ist keine missbräuchliche Verwendung des Sonderfonds, sondern es ist genauso gewollt, dass Sie eben diese Kosten auch mit danach angeben können und quasi die mit absichern, weil die nicht alle natürlich beim Sonderfonds selber Antrag stellen können. Es geht immer so, dass der Veranstalter nur den Antrag stellen kann, aber der entsprechende Verträge dann auch schließen sollte, wo er eine faire Risikoverteilung dann auch vereinbart mit seinen Partnern. Kurzer Vorschlag zum Ablauf, Melanie. Ich würde, wenn alle anderen auf dem Podium einverstanden sind, vorschlagen, wenn wir noch sehr viele Fragen haben, dass wir jetzt gleich sagen, dass wir noch 15 Minuten überziehen. Das wäre mein Vorschlag. Und wenn wir keine Fragen mehr haben, können wir auch früher Schluss machen. Aber also wir haben Fragen genug. Wir können die 15 Minuten füllen. Also sehr gerne meinerseits. Und das Podium nickt, sehe ich. Dann gehe ich gleich mal weiter. Wir bleiben so ein bisschen in diesem internationalen Kontext bei Veranstaltungen
Und zwar ist es auch wieder die Kategorie freiwillige Absageverschiebung. Gilt die Förderung und die Tourneeabsageregelung auch für Veranstaltungen, welche von einem in Deutschland ansässigen Veranstalter mit Veranstaltungsdurchführung im internationalen Ausland geplant werden? Zum Beispiel Aufführungen in Kanada, Kosten fallen in Deutschland an. Einzeltourneetermine mit weniger als 2000 Besuchern pro Veranstaltung. Nochmal zur Kategorie sozusagen der Veranstaltung innerhalb dieser Tournee. Deutscher Veranstalter, Tournee im Ausland. Also die Tourneeregelung bezieht sich, da gucke ich auch nochmal zu BKM, die Tourneeregelung und die Zählung mehr als 50% oder 50%, diese Schallgrenze, die Dr. Kastenholz gerade auch nochmal definiert hat, das gilt nur für die in Deutschland stattfindenden Veranstaltungen. In diese Betrachtung können jetzt die in Kanada stattfindenden Veranstaltungen nicht mit einbezogen werden. Ja, und auch weder in der Wirtschaftlichkeitshilfe noch in der Ausfallabsicherung können Kulturveranstaltungen abgesichert werden, die nicht in Deutschland stattfinden. Also das geht nicht. Also in Kanada oder sonst wo im europäischen oder internationalen Ausland Veranstaltungen, die dort stattfinden und die Risiken ausgesetzt sind, die wir ja gar nicht beeinflussen können, auch Regelungen, die wir nicht verantworten, auch nicht politisch. Die Absicherung müsste dann vor Ort erfolgen, in Kanada oder wie auch immer, falls sie sowas haben. Aber dafür kann sozusagen der Sonderfonds nicht einstehen für die Risiken. Das ist auch nicht der Ziel des Sonderfonds, jetzt internationales Kulturleben wieder abzusichern. Da würden wir uns, glaube ich, auch übernehmen. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das hilft sehr. Jetzt geht es nochmal um das Thema freiwillige Absageverschiebung und das Thema Ausfallhonorare in dem Zusammenhang. Bei freiwilliger Absage, freiwilliger Verschiebung, was akzeptiert der Sonderfonds maximal für die Kostenposition Ausfallhonorar des Künstlers? Und wie muss der anmeldende Veranstalter das belegen? Reicht hier die Rechnung des Künstlers für ein Ausfallhonorar oder müssen diese seitens der Agentur nachgewiesen werden? Also hier gibt es eine relativ klare, kurze, knappe Regelung in den FAQ. Es braucht eine vertragliche Vereinbarung. Die muss bei Prüfungen auch vorgelegt werden. Also eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Künstlerin und dem Veranstalter oder der Veranstalterin. Und als branchenüblich müssten wir jetzt einfach gucken, was ist in der Branche die Üblichkeit. Nach meiner Erfahrung bewegen sich Ausfallhonorare im Kostenbereich 60-80% des ursprünglichen Honorars. Allerdings gibt es hier auch Sonderfälle. Also ein internationaler Star, der hier zum Line-Up gehört, einer großen Veranstaltung, der hat vielleicht vertraglich geregelt, dass er 100% bekommt. Oder er hat, wenn Veranstaltungen stattfinden, wo ein besonders hoher Aufwand stattfindet im Vorfeld dieser Veranstaltung, also wo extrem viel geprobt und vorbereitet wird. Und diese Kosten sind letztendlich Bestandteil des Honorars, dann müsste der Antragsteller hier begründen, warum er von der Üblichkeit abweichend hier Ausfallhonorare, ich sage mal bis 100%, geltend macht. Das können wir also jetzt nicht automatisch durchwinken. Da würden wir uns tatsächlich anschauen, ist das plausibel und ist das durch irgendeine Leistung begründet? Und das reicht quasi nicht, dass man sagt, ich habe mich da nur freigehalten an dem Tag, sondern da muss in irgendeiner Form eine plausible Begründung erbracht werden. Und Grundlage für alles sind vertragliche Abreden. Das muss nicht immer ein ausgefeiltes Vertragswerk sein, gerade bei kleineren Veranstaltern. Das kann auch eine E-Mail sein, in der man sozusagen sich wechselseitig bestätigt hat, dass im Ausfallszenario hier diese Ausfallhonorare gezahlt werden. Aber etwas in dieser Art verbindlich Verabredetes wollen wir dann schon sehen. Gut. Das sollte sich, glaube ich, einfach branchenüblich ist das Stichwort, sollte sich dann, idealerweise kann man zum Beispiel ja verweisen darauf, was vor der Pandemie üblich war an Sätzen und dass je nach Künstler und Marktwert sozusagen auch unterschiedliche Höhen von Ausfallhonoraren natürlich bestehen, ist auch klar, aber es hängt noch ein bisschen so natürlich davon ab, wie lang die Vorlaufzeit war, ob man sich da monatelang vorher schon drauf einstellen kann und dann gibt es vielleicht einen verschobenen Termin, der
kurze Zeit später stattfindet, dann ist es natürlich schwer nachvollziehbar, warum der dann zweimal quasi eine Gage bekommen soll, wenn das Ganze nur quasi kurzfristig verlegt wird. Also das ist eine Einzelfallbetrachtung, da haben wir aber auch, da ist vielleicht auch in Ihrem Interesse, dass wir jetzt nicht das durchregulieren, sondern das muss einfach dann plausibel sein und eben branchenüblich und nicht total auffällig, dass das irgendwie jetzt nur für Fälle der Erstattung dann entsprechend einen riesigen Betrag dann ausmacht, der sonst, wenn er sich das Bein gebrochen hätte oder so, oder wenn irgendein anderer Ausfallgrund wäre, nie beantragt werden würde. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ausreichend geklärt. Ich hätte noch eine Frage. Da geht es auch um freiwillige Absage und um Stornorechnungen. Stornorechnungen werden so gut wie immer erst nach der öffentlichen Absage geschrieben. Werden diese Kosten nicht im Sonderfonds abgedeckt? Doch, natürlich. Doch, ne? Sie gehen ja sowieso erst in die Antragstellung, wenn die Veranstaltung, die abgesagte Veranstaltung hätte stattgefunden hätte. Also in jedem Fall nach dem Ursprungstermin kann ja die Antragstellung dann erfolgen. Und Sie haben auch für die Antragstellung im Übrigen 8 Wochen Zeit. Und bis dahin sollte die Stornorechnung ja doch vorliegen. Und das ist in der Regel auch so. Und wenn die jetzt ausnahmsweise nicht in 8 Wochen zu erbringen ist, dann können Sie da auch mit uns eine kulante Verlängerung dieser 8 Wochen vereinbaren. So, und ansonsten wollen wir natürlich eine Rechnung sehen und dann ist das im Regelfall auch, sind diese Kosten, die, wenn sie im Zusammenhang mit der Absage tatsächlich entstanden sind, dann sind das förderfähige Kosten, die Sie allerdings auch unter 5.9, glaube ich, oder helfen Sie mir nochmal, Frau Fürst, auf jeden Fall im Punkt 5 können Sie die Kostenarten sich tatsächlich auch nochmal anschauen und Stornokosten gehören dazu. Also die müssen halt vertraglich vereinbart sein vorher. Ne? Das sollte halt irgendwie transparent sein, dass nicht nach der Absage oder dann, wenn man den Antrag stellt, dann irgendwie nachträglich Vereinbarungen getroffen werden. Das sollte natürlich nicht, das wird nicht anerkannt, sondern das muss halt irgendwie bei der Planung der Veranstaltung entsprechend vereinbart sein, folgende Risikoverteilung und wenn du absagst, dann entsprechend folgenden Schaden habe ich dann und dann hätte ich fällt folgende Stornogebühr an. Ne? Das muss irgendwie niedergelegt sein. Aber die Rechnung selber kann dann natürlich dann erst nachträglich gestellt werden. Und auch als Veranstalter, wenn Sie den Schaden beantragen, dann die Erstattung, in welcher Reihenfolge Sie dann die Rechnung begleichen, ob Sie dann teilweise haben Sie dann Kosten schon gehabt, die Sie beglichen haben, teilweise haben Sie Rechnungen, die Sie vielleicht erst in 1-2 Monaten bezahlen müssen, Fixkosten vielleicht, die auch anteilig dann angerechnet werden oder Personalkosten, sonst was, das ist Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass die Kosten tatsächlich anfallen für die Veranstaltung und dass sie auch bei Ihnen hängen bleiben, dass Sie die nicht irgendwie dann nachträglich wieder reduzieren durch Nebenvereinbarungen oder sonst was, das ist auch klar. Das muss tatsächlich nachgewiesen sein und dann auch Ihr Schaden sein und nicht der von anderen. Aber wie Sie die dann begleichen und was Sie dann priorisieren, in welcher Reihenfolge und ob Sie die schon bezahlt haben oder erst danach noch quasi vertraglich erst verpflichtet sind, die später zu bezahlen, das ist Ihnen überlassen. Gut, vielen Dank. Noch eine Frage, die wir, glaube ich, auch sehr kurz beantworten können. Es geht wieder um das Thema freiwillige Absage. Und die Frage ist, welche Unterlagen müssen dann hochgeladen werden? Also Verträge zu Ausfallhonoraren, Hygienekonzept, Genehmigung der Veranstaltung? Ach, die Pflichtdokumente habe ich jetzt sozusagen, die kann ich Ihnen jetzt nicht so runterrattern in der Kürze, die das jetzt hier bräuchte. In jedem Fall müssen Sie im Absageszenario das Hygienekonzept nach meiner Kenntnis kein Pflichtdokument. Was Sie hochladen müssen, sind dann natürlich entsprechende Belege für die tatsächlich entstandenen Kosten, entweder in der Verschiebung die externen Kosten und anteilig die Marketingkosten 50% und bei der beim Absageszenario die veranstaltungsbezogenen Ausfallkosten, die tatsächlich anfallen. Und da sind in irgendeiner Form, müssen Belege gebracht werden. Und das können sowohl Verträge als auch Rechnungen sein. Sie müssen jetzt nicht beides hochlegen. Wir wollen nur hochladen. Wir wollen nur in jedem Fall sehen, dass diese Kosten eine vertragliche Grundlage haben und dass die dass dafür auch Rechnungen gestellt worden sind. Und wie Herr Kastenholz eben schon sagte, der Zahlungsfluss, der interessiert uns dann nicht. Sie reichen die Rechnung ein und wir gehen davon aus, dass wenn Sie einen Vertrag mit jemandem geschlossen haben, dass Sie die Kosten dann auch begleichen. Ist ja klar.
darf da vielleicht noch ergänzen, Herr Bermann, an dieser Stelle. Also wie Sie es ausgeführt haben, das sind ja die entscheidenden Unterlagen, die dann bei Antragstellung sind. Es ist aber darauf hinzuweisen, vielleicht nochmal bei Registrierung, sonst ist sie ja auch nicht erfolgreich abgeschlossen, ist natürlich schon die Kostenkalkulation bei der freiwilligen Absage auch hochzuladen. Ja. Die Frage war, glaube ich, so allgemein gestellt, was hochgeladen werden muss. Also es ist immer zu unterscheiden, der Zeitpunkt bei Registrierung muss ich bei der freiwilligen Absage immer, um sie überhaupt erfolgreich abzuschließen, auch eine Kostenkalkulation mit hochladen. Bei der Antragstellung sind dann natürlich noch viel weitere Dokumente notwendig. Gut, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr noch eine Frage, je nachdem, wie lange die Antwort braucht, vielleicht noch eine zweite Frage dazu nehmen und dann würde ich tatsächlich die Fragerunde abschließen. Es geht hier auch nochmal um das Thema Verschiebung freiwilliger Absage. Bei einer Tournee von 32 Terminen, bei der 28 Termine im Februar stattfinden und 4 Termine im März, also nicht mehr im Zeitraum der freiwilligen Absage, fallen diese 4 Termine unter die Regelung, also nein. Absage bei mehr als 50% der Termine? Nein, sozusagen nur die 32 Veranstaltungen, die tatsächlich im Zeitraum der freiwilligen Absage, also bis 28. Februar stattfinden, fallen weg. Sie können natürlich mit Ihrer Bewilligungsstelle sprechen, ob hier Kulanz ausgeübt wird, aber nach meiner Kenntnis und nach meiner Einschätzung ist das ein klarer Fall. Die freiwillige Absage und / Verschiebung, die endet Ende Februar, also Veranstaltungen bis Ende Februar können hier eingereicht werden und alle danach dann leider nicht. Herr Beermann, aber dann haben wir ja die 50%-Klausel und da wir die freiwillige Absage mit als zwingenden Grund in Anführungszeichen anerkennen, wäre dann bei dieser Verteilung, wenn das eine zusammenhängende Tournee ist mit Einzelterminen und 28 von 32 in die freiwillige Zeitraum fallen, dann wären die Folgetermine, die noch Teil dieses zusammenhängenden Tourneeplans sind, wären damit auch erfasst. Das heißt, die könnten dann auch noch storniert werden. Na gut, vielen Dank. Die Ergänzung war wichtig. Also das könnte jetzt quasi das Ticket sein, die Sachen doch noch mit in die Betrachtung zu nehmen. Und man muss natürlich auch noch mal ergänzen, dass natürlich nach dem 28.02. auch noch der normale Regelsonderfonds mit all den dargestellten Möglichkeiten der Absage ja dann auch wieder greift. Korrekt. Gut, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt tatsächlich mich bedanken bei unserem tollen Podium und den sehr guten Informationen, wie ich finde, und auch immer sehr hands-on und sehr alltagstauglich. Also vielen Dank nochmal dafür.